so rich, couple million just off of the clicks. Savage little baby in Fenty, baddest little bitty to Sentry. Internet blow up. Erstmal danke auf jeden Fall für den ganzen Support, was so Klicks und sowas alles angeht. Natürlich auch Monster Support für die ganzen Leute, die bei Taipan zugeschlagen haben. Haben wir mal ein kleines Kettchen hier rausgeholt. Der Kollege mit der Santorini-Kette, dir dürfte ich schon geantwortet haben, auf jeden Fall. Checkt ab unten Cynic10 für 10% auf alles. Zwei kaufen, drei bezahlen. Yeah. So. Wie fange ich an? Leon Lovelock ist wieder zurück. Also er ist die ganze Zeit schon da. Leon Lovelock ist die ganze Zeit schon da. Ich kriege dieses Grinsen nicht. Ich habe es eben angefangen und dachte mir so, habe so Stopp gemacht und dachte mir, nee, machst du nicht. Dann habe ich weitergehört und musste wirklich lachen, ob der Dummheit, und war dann so, aber eigentlich musste. Und dann habe ich gesehen, Jace hat darauf reagiert. Da dachte ich mir, aber der hat eh nur 1 bis 2000 Views. Das nimmt jetzt nicht so viel von meinen Sachen weg. Machst du doch. Ich mach's aber nur kurz, weil ich will auf jeden Fall, dass ihr euch den Motherfucker hier mal selber reinzieht. So. Das ist der gute Gregor. Gregor Politics heißt sein Kanal, glaube ich. Ich verlinke alles unten. Und der Typ ist wirklich, der ist ein Brain. Also das Video geht 1,5 Stunden und die Story ist, Gregor ist Politikwissenschaftler. Ich würde schätzen, wie alt ist der? 26, 27 Maximum, sieht sehr jung aus auf jeden Fall. Ist Österreicher, hört man auch raus. Kann sehr gut reden, sehr schnell denken und ist in seinem Feld sehr bewandert. So, da ihr wisst, dass ich von Politik keine Ahnung habe, ne? Ich höre aber, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber ich höre bei ihm raus, der ist schnell im Kopf. Und in der ersten halben Stunde hat Leon versucht, wieder auf Corona-Thematik zu kommen. Und also, wie es jeder intelligente Mensch sein sollte, ist Gregor Verfechter der Wissenschaft. Natürlich nicht gläubig, und Leon ist ja genau das Gegenteil, ne? Und es gibt natürlich auch Leute, die gläubig sind, die was im Kopf haben oder nicht an die Wissenschaft glauben, was im Kopf haben, aber Leon gehört halt nicht dazu. Leon ist halt wirklich straight out of Neandertal. Und das macht er in diesem Ding so oft deutlich, also wie er es noch nie gemacht hat. Er hat es ja immer irgendwie hinbekommen. Klar hat er sich blamiert mit Muskeln zeigen, kein Englisch, veraltete Weltanschauung so. Aber ist halt der, ist der lockere, hohle Pumper, okay. Aber hier hat er sich leider mit jemandem unterhalten, der genau das Gegenteil ist. Und das kommt dann dabei raus. Also der Gregor hat seinen Stream gemacht und irgendjemand hat ihm so geschrieben, hey, Leon Lovelock ist auch noch online, mach doch mit dem mal noch einen Live-Talk. Und ich glaube, der Gregor hatte den vorher so vage auf dem Schirm, aber nicht komplett. Und wie gesagt, zieht euch das ganze Ding bitte rein. Die erste Dreiviertelstunde geht, glaube ich, wirklich Corona, Wissenschaft, Menschen sind göttliche Wesen. Also ganz, ganz schlimm. Und jetzt, ich habe mir das auch noch nicht komplett reingezogen. Ich habe nur so durchgeskippt. Ich glaube aber, jetzt geht es gleich auch so um Rollenverteilung, Transgender und Gott und so. Das ist ein Traum. Wie alles ineinander greift und wie wir als... Zu dir gekommen, hast du gesagt, bleib doch mal locker, Digga, lass uns doch mal ganz normal. Ich weiß nicht. Genau, und wir sind jetzt schon nicht wundern über Leons schroffen Ton, weil der ist da schon, der hat da schon 8-mal in die Fresse bekommen, ganz ekelhaft. Also wirklich, das Problem beim Gregor ist, der ist halt wirklich sehr clever, kann sehr gut reden und der ist der ruhigste. Der stellt nur so ganz ruhige Fragen, sagt der, bist du dann eher Kapitalist oder Antikapitalist? Und der Leon sagt so, ich bin gar nichts, ich bin pro und kontra gar nichts, ich bin pro Mensch. Und wenn der merkt, dass der Gregor einen Punkt hat, sitzt der Leon da so und macht, also ich hab das Video davon gesehen, das kann ich leider nicht einblenden, weil das Jace's Stream ist, ihr müsst euch Leon Lovelock oberkörperfrei vorstellen mit so einem Zündelholz, wo der so die guten Geister vertreibt oder keine Ahnung, Räucherstäbchen, irgendwas. Und immer wenn der merkt, es läuft nicht, macht der Leon so, Digga, so, ey, musst du selber, ey. Weil Leon wird halt vor seiner eigenen, sehr, sehr kleinen Community komplett gebumst. Komplett, wirklich.
Das, was Leon hier macht, das ist ein Eigentor. Guck mal. Piblitzer, peinliches Eigentor. Ne? Energie Cottbus, der Ball fällt vom Himmel. Der denkt, der geht auf die Latte, fällt ihm auf den Kopf ins Tor. Peinlich. Michael Ballack, schlimmes Eigentor. Schlimmes Eigentor, Meisterschaftskampf, ich glaube gegen Unterhaching. Letzter Spieltag, Ballack Eigentor. Ganz schlimm. Aber was Leon Lovelock hier macht, ist wirklich Andres Escobar. 94 WM, Kolumbien, Eigentor, in die Heimat fahren, fürs Eigentor erschossen werden. So, das ist das, was Leon Lovelock hier macht. Stellt ihn euch vor, ihr könnt ihn leider nicht sehen und ich will ihn nicht parodieren, weil sonst habe ich Angst, dass ich da noch dümmer werde. Ja. Und ich würde es aber jetzt auch belassen, weil wir streiten uns da jetzt ewig hin. Es gibt nur einen Gott und Menschen haben den unterschiedlich beschrieben. Verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen haben den unterschiedlich beschrieben, haben anderen Namen gefunden. In meiner Welt gibt es nur einen Schöpfer. Das sollte jetzt eigentlich kein rationales Argument sein, sondern ein eleganter Weg, um diese nervige Debatte und für mich eigentlich sinnlose, weil am Ende bewegt sich jeder. Bro, dann scheiß drauf. War ein guter Talk, Digga. Ich küsse dein Herz, Bruder. So, der kommt so mit so Straßentalk. Du merkst doch, dass du mit jemandem redest, der was im Kopf hast. Und der haut die ganze Zeit so Floskeln raus. Ich küsse dein Herz, Bruder. So, bruv. Es gibt nur einen. bruv, aber es wird noch schlimmer. Wir haben doch eine Basis schon aufgebaut. Willst du, ja, ist doch geil, Digga. Reicht doch jetzt. Mir dampen? Ich hab dich kennengelernt. Nein, ist gut, aber willst du jetzt mich nur deine Religion dampen oder möchtest du nicht noch über weltliche Dinge durch reden? Ich bin durch mit dir. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs. So. Du führst kein ernstzunehmendes Gespräch. So. Guckt euch bitte dieses Gespräch an. Du hast hier jemanden mit einem Brain, der reden kann mit Background-Knowledge aus dem Studium, der ganz sachlich bleibt die ganze Zeit, ein, zwei schlechte Scherze und du hast da wirklich einen Hauptschulproletarier sitzen, der die ganze Zeit so lacht und unterbricht und der sagt dann, er ist der Troll. Als ob er das Gespräch sabotieren würde. Also das kannst du dir nicht ausdenken. So, habe ich nicht auf alles, was du gesagt hast, geantwortet? Voll hektisch und so und voll nervös, der Gregor, voll hektisch. Der ist die Ruhe in Person. Andere Leute hätten sich schon längst aufgeschlitzt bei der Dummheit, die denen da entgegnet. Und der Ignoranz und auch asozialen Verhalten. Lässt mich nicht richtig ausreden. Guckt euch das ganze Ding an, bitte. Du willst immer interjecten und machst dich lustig über Glauben und so. Macht sich nicht lustig über Glauben. Keine Ahnung, Bro. Du bist mir ein bisschen zu trollig unterwegs, weißt du? Wäre geiler gewesen, hätten wir ein vernünftiges Gespräch unter Männern für. Wie alt bist du eigentlich? Gespräch unter Männern? Ja, Mann, so mit. Weiß nicht, Schlägerei, Ficken, sowas? Männergespräch, so ein richtiges Männergespräch, ja? Ah, ich bin 20, aber man wird meine. Krass, der ist 20 erst. Crazy. Crazy. Ich stimme nach Urteilen, dass ich 14 bin. Aber das ist okay. Nee, ist okay, ist okay. Hast du Freundin? Habe ich eine Freundin? Ja, voll. Echt, ja? Wie lange schon? Merkt ihr, auf was für schlechte, also mit was für einer schlechten Art der jetzt versucht, den irgendwie doof dastehen zu lassen? So geil. Ich meine, ich habe es jetzt im Interview bei KuchenTV auch ähnlich gemacht, aber das ist nicht, weil da ein Dummer sitzt und da ein Brain sitzt und das ist meine einzige Möglichkeit, sondern ich habe halt einfach alles gemacht, um dem einen reinzuwürgen für die ganzen Videos, die er gegen mich gemacht hat. Jetzt haben wir März, seit 2 Jahren und zweieinhalb Jahre sowas. Zweieinhalb Jahre, geil. Wie habt ihr euch kennengelernt? Der stellt jetzt so, der ist wie ein Comedian auf der Bühne, der so Fragen stellt und hofft, dass der irgendwo jetzt eine Antwort kommt, die irgendwie peinlich ist. 20 ist schon mal jung, aber Leon ist ja nicht schlagfertig, da kann er nichts draus machen. Gibt's auch nichts, weil der ist 20 und in einer zweieinhalbjährigen Beziehung. Ich glaube, Leons längste Beziehung dürfte ungefähr genauso lang gewesen sein. Obwohl der irgendwie 10, 12 Jahre älter ist. In einem Club tatsächlich. Feiern? Ja, feiern. Geil. Cool, Alter. Ich war. Und läuft gut, sagst du? Ja. Ah, läuft richtig gut. Nice. Na, aber jetzt, und Zukunftspläne schon gemacht, wir so heiraten, dies, das, Kinder kriegen. Haben wir noch.
Sie hat Angst vor dem Kinderkriegen, weil es tut ja weh. Aber wir müssen jetzt nicht länger reden. Darüber reden. Wieso möchten wir nicht noch über Transmenschen reden? Ich möchte doch über Transmenschen reden. Dann red mal über Transmenschen. Aber was ist deine Position da? Du genderst auch, ne? Nein, ich gender nicht. Ich verwende das generische Femininum. Wie du weißt. Warum? Weil ich es lustig finde. Ich finde es lustig zu sagen, die Männer sind mitgemeint. Also das finde ich tatsächlich, da bin ich ein Troll, okay? Also er weiß auch nicht, natürlich nicht, was denn mit dem generischen Femininum meint. Nein, ich gender nicht. Ich verwende das generische Femininum, wie du weißt. Warum? Weil ich weiß er nicht. Also er versteht es nicht und er weiß es auch nicht. Lustig finde. Ich finde es lustig zu sagen, die Männer sind mitgemeint. Also das finde ich tatsächlich, da bin ich ein Troll, okay. Sonst bin ich nicht ein Troll, ich. Das ist auch kein Troll. Der Gregor sagt halt immer, anstatt, wie alle sagen, SchülerInnen, sagt der direkt Schülerinnen, Lehrerinnen und sagt dann, warum machst du nicht diesen Gap? Sagt er, ja, wenn ich Schülerinnen sage, sind doch die Männer mitgemeint. So, oder Jungs mitgemeint. Und das hat Leon am Anfang schon. Guckt euch das ganze Ding bitte an. Es ist wirklich Gold. Es ist wirklich Gold. Wie Leon das nicht versteht. Der sagt so, sagt der Schülerinnen. Hey, sagt der Leon so, warum sagst du nicht SchülerInnen? Da fühle ich mich als Mann diskriminiert. Ja, nehmen Politik schon sehr ernst, über die ich rede. Aber das ist ein Aspekt mit dem generischen Femininum. Du hast trollische Eigenschaften, sagen wir es mal so. Du bist kein kompletter Troll, aber du hast trollische Eigenschaften. Ja, ich bin ein Mensch, der Dinge lustig findet und die anderen finden meine Dinge nicht immer lustig. Mit Trollen nichts zu tun, was der da macht. Lustig, aber so ist das, eine lustige Dynamik. Naja, ist so gut, ist bei mir genauso. Also, Transmenschen, Bock drüber zu reden, oder? Ja, erzähl mal, Digga, wie stehst du dazu? Ich finde es prinzipiell wichtig, Menschen so leben zu lassen, wie sie wollen. Das ist meine Grundposition, auch für Transpersonen. Und wenn sie sich wohler fühlen, wenn ich sie mit den Pronomen anspreche, die sie haben wollen, oder wenn sie sich wohler fühlen, halt weiß ich nicht, sich anders zu kleiden oder auch eine Transition zu machen. Also jetzt erstens mal, gibt ja zwei Transitions oder mehrere, es gibt ja die soziale Transition. Aber bei den Pronomen? Und dann die bei den Pronomen, biologische, ja. Die körperliche, ja. Mhm. Nee, erzähl. Nein, bitte. Ich wollte nur sagen, bei den Pronomen jetzt? Ja, da bin ich mir so, weil für mich gibt's Frau und Mann, weißt du? Für mich gibt's nur zwei Geschlechter so. Mhm. Und wenn mir jetzt jemand einen Mann erzählen will, dass ich ihn als Frau bezeichnen muss, dann sage ich halt nein, weil das in meiner Welt nicht wahr ist so. Und die Leute, die ein Problem damit haben, da bin ich ja nicht das Problem dann im Endeffekt, weißt du? Deswegen sträube ich mich da so ein bisschen jetzt halt einfach zu lügen. Ich will halt nicht lügen. So, ich will halt. Du lügst ja nicht. Also wenn ich mich jetzt durch keine Ahnung was für ein Ereignis oder einfach so in mir drin als Frau identifizieren, wenn ich mich jetzt als Frau identifiziere und mich weiblich anziehe und zu dir sage, kannst mich bitte, also wenn du über mich redest, kannst du bitte die sagen, ne? Also bitte Femininum benutzen, weil ich fühle mich als Frau, wäre es cool, wenn du das machst. Ne? Aber es hat auch immer mit der Beziehung zu der Person zu tun. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ich war vor, war das ein, zwei Jahren, war ich mal in so einer Kneipe Billard spielen, da kam auch so ein, jetzt muss ich mir überlegen. Es war ein Mädchen, es war ein hübsches, zierliches Mädchen mit kurzen Haaren, die gerne ein Junge werden wollte. Und aber gesagt hat, als ich da meinte, hier, was mit ihr noch? Meinte, nee, nicht ihr, sondern es. So. Habe ich dir ein paar Fragen gestellt, wie die das meint, hat die mir die beantwortet und danach habe ich versucht, das umzusetzen. Ist mir voll schwer gefallen, weil man hat ja seinen Sprachgebrauch, man redet seit, weiß nicht, Alter, 38 Jahren rede ich schon und es ist super schwer, daran zu denken, weil man über Menschen ja nicht mit es redet oder wenn da jemand steht, der weiblich ist, dann sagt man automatisch die. So, das hat man ja im Kopf drin, aber ich habe es versucht auf jeden Fall. Aber wenn du jemanden nicht leiden kannst zum Beispiel, wenn jetzt irgendein Hornsen ankommt und sagt, ich bin jetzt eine Frau, dann nenne ich den erst recht, sage ich erst recht, nee, bist keine Frau. Hast du noch einen Pimmel? Bist ein Mann. So, je nachdem, wie meine Beziehung zu der Person ist,
akzeptiere ich das halt, aber von Grund auf zu sagen, ne, mache ich nicht, das glaube ich nicht richtig. Ein Mann nicht als Frau bezeichnen. So. Deswegen bei Pronomen bin ich ein bisschen anderer Meinung. Aber die können natürlich machen, was die wollen, da bin ich deiner Meinung. Ja, klar. Kennst du Menschen, die du nicht magst? Ja, kennst du. Wenn du jetzt mit denen... Was definier man nicht mögen? Kennst du Menschen, jetzt Menschen, wo du... Das ist ein riesen Definitionsspielraum. Du denkst, nein, ist einfach ein Arschloch. Das ist ein Wichser. Nee. Nee. Gibt es Menschen, wo... Hier. Als ob Leon Lovelock nicht denkt, dass ich ein Arschloch oder ein Wichser bin. Der will einfach nur nicht... Weil der ist mittlerweile... Hat er auch gelernt, also auch Leon Lovelock lernt ein bisschen... Aus diesem Gespräch, was schon eine Stunde geht, hat er halt auch gelernt, wenn der Gregor ganz normale Fragen stellt, muss der Leon ganz gut aufpassen, was der sagt. Weil er schon öfter mal in die Scheiße gegriffen hat. Deswegen hält er sich jetzt hier so zurück. Wo du manchmal nicht die volle Wahrheit... Natürlich lügt er jetzt einfach. Natürlich gibt es die Person. Wahrheit sagst, wo du Dinge zurückhältst aus Höflichkeit. Wo du manchmal denkst, na, da würde ich jetzt gern was sagen, aber es ist höflicher, wenn ich es nicht sage, deswegen sage ich es nicht. Weniger. Kennst du? Weniger. Sag doch einfach, hast du. Der hat Angst. Er hat wirklich Angst zu antworten. Ich nicht, nee. Nicht? Nee. Da bist du aber... aber das ist der einzige Mensch, ja. Das ist ja unangenehm vor mit dir manchmal. Ja. Ja. Sehr. Findest du es nicht notwendig manchmal aus Respekt, aus Höflichkeit... Zu lügen? Zumindest nicht dir alles zu sagen, was du denkst? Nee. Ich finde es mehr, also ich finde es mehr respektabel zu sagen, was ich denke. Okay. Auch wenn es manchmal unangenehm ist so. Jetzt wirklich, Digga. Nein, ich verstehe schon. Aber du schon. Hast recht. Es ist schon unangenehm. Es ist schon. Unangenehm mit mir zu sein. Das durchzustehen, ja. Es ist schon unangenehm. Natürlich auch ist wenn du ein Homie von mir bist oder länger mit mir befreundet bist, so ich bin schon, ja. Ja, manchmal muss man harte Wahrheiten aussprechen, das stimmt schon. Kuchen TV, Marvin California, Samuel Sibilski, als ob der uns mag. Er sagt es einfach, weil er Angst hat, weil jetzt wahrscheinlich ein Argument kommen könnte, das den wieder doof aussehen lässt. Ja, ja. Auch zum Aber was, auf was wolltest du hinaus? Ja, ich wollte darauf hinaus, dass ich manchmal mir denke, ja, wieso soll ich jetzt diese Neopronomen verwenden, halt ganz crazy shit. Wo ich mir dann denke, okay, wenn die Person sich freut, dann mache ich es halt. Und das ist, denke ich zumindest, das ist die Mindest-Dings, die ist man halt, entgegenbringen das sollte. Das habe ich auch gar gesagt. Wir können gleich von mir über die Faktizität von deiner Aussage, es gibt nur Männer und Frauen, können wir gleich von es mir darüber halt reden. Aber es ist allein... Es merkt ihr, wie der immer reinfällt, wie der immer reingrätscht? Ich würde mir schon die Höflichkeit gebieten. Schau ja, wenn ich jetzt jemanden ist sehe... Ist cool, und denke, Bro, lass mich... Guck mal jetzt ganz kurz. Noch was dazu sagen. Ja, ja. Lass mich auch was dazu sagen, sagt er. Wir gucken mal ganz kurz, wie der Gesprächsverlauf war. Und das ist, denke ich zumindest, das ist die Mindest-Dings. Mir denke, ja. Ja, ja. Auch zum Aber was, auf was wolltest du hinaus? Auf was wolltest du hinaus? Ja, ich wollte das, wollte darauf Frage, hinaus, dass ich mir... Antwort. Dass ich manchmal mir denke, ja, wieso soll ich jetzt diese Neopronomen verwenden, halt ganz crazy shit, wo ich mir dann denke, okay, wenn die Person sich freut, dann mach ich's halt. Und das ist, denke ich zumindest, das ist die Mindest-Dings, die ist man halt entgegenbringt. So, Leon stellt eine Frage, er antwortet 17 Sekunden, Leon grätscht rein, also unterbricht einfach. Sag nicht mal, sorry für die Unterbrechung, aber ich habe eine Frage, sondern der unterbricht einfach. Und das ist, denke ich zumindest, das ist die Mindest. Dings, die ist man halt entgegenbringen sollte. Und wir können gleich von mir über die Faktizität von deiner Aussage, es gibt nur Männer und Frauen, können wir gleich von es mir ist halt reden. Nochmal, unterbrochen einfach. Aber es ist allein, es würde mir schon die Höflichkeit gebieten, schau ja, wenn ich jetzt jemanden ist sehe... Ist cool, denke, Bro, lass mich noch was dazu sagen, ja, ja. Bruder. Merkt ihr das? Was ist das für ein Kindergarten, für eine Kindergartenkonversation einseitigerweise? Ja, führen nicht immer so lange aus. Ich finde es führen nicht immer so lange aus. Der ist maximal getriggert. Cool. Ich find's cool, wenn du das machst, weißt du? Ich würde dich jetzt nicht deswegen verurteilen so. Also, und sagen. Du kannst auch niemanden verurteilen, nur weil er einer anderen Person Gefallen tut, Mann. Eine Person sagt, ich fühle mich als Ente. Kannst du mich bitte Ente nennen? Sag ich, weißt du was, komm, ich mag dich eigentlich. Hier, was ist mit der Ente? Für die Ente noch ein Bier?
So, was gibt es denn daran, an mir zu verurteilen? Wenn, dann kannst du die Person verurteilen, die sich als Ente identifiziert. Guck mal, voll der Keck, der benutzt die Pronomen, die von dem wollen, so, weißt du? Ja, einzelne Personen. Aber ich finde, es sollte mir auch erlaubt sein, es nicht zu tun. Und das sollte auch cool sein, weißt du? Ich finde ja, jeder kann ja selber entscheiden, was er spricht und was nicht. Keiner kann mir vorschreiben, was ich zu sprechen habe, so. Weißt du? Ja, klar. Soll ja auch jetzt auch nicht ein Gesetz gemacht werden. Doch, oder? Also ich habe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Politik, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es per Gesetz demnächst Pflicht ist, zu gendern. Ist irgendwie schwer vorstellbar. Schwer umzusetzen, sei es wie man will. Sei es wie es will, aber schwer. Nein, es gibt kein Gesetz, das dir sagt, du musst die entsprechenden Pronomen verwenden. Nein. Ich habe gehört, also ich habe gehört, die tüfteln an sowas. Dass wenn du misgenderst oder irgendwie so, dass du dann auch irgendwie angezeigt werden kannst. Nein. Wirklich jetzt? Sicher nicht. Gleichstellungsgesetz. Wenn bis du nicht mehr aus dem Gesetz vorliest, dass das tatsächlich drin steht, dann glaube ich dir nicht. Okay, krass, keine Ahnung. Nee, es hat nur einer im Chat reingeschrieben. Okay, also ich habe davon gehört. Also in Amerika, glaube ich, gibt es das schon in ein paar Bundesstaaten sogar. Ich bin mir nicht sicher. Nein. So funktioniert das nicht. Du kannst. Das ist immer noch Meinungsfreiheit. Nein. Okay, krass. Ich kann mir nicht. Ich bin gespannt, wie lange das noch geht. Bro. Nein. Es gibt Meinungsfreiheit. Das würde zu Recht von jedem. Also wenn, dann ganz im Gegenteil. Wenn, dann wird wahrscheinlich in konservativen Gegenden gesagt, nee, wir gendern nicht. Aber wer soll denn sagen, hier muss gegendert werden? Das ist gar nicht, Alter, die tüfteln an sowas. In den USA gibt's das schon. Was sind die Quellen? Von jedem Höchstgericht der Welt in der liberalen Demokratie zurückgeschlagen. Auf keinen Fall. Okay, gut. Dann hast du mich auf jeden Fall beruhigt. Nee, das Gegenteil findet tatsächlich statt. Dass zum Beispiel Söder verbietet zu gendern. Also da findet tatsächlich eine Einschränkung. Das ist, finde ich, eine kritische Einschränkung. Ja, Österreich ist doch schon, oder? Einer hat im Chat geschrieben, dass in Österreich auch sowas besprochen wird, ja, dass man das verbietet. Ja, in Niederösterreich, aber es wurde in Bayern tatsächlich. Es ist schon in Kraft, das Gesetz, meines Wissens nach. Echt? Ja, in Bayern. Was ist da das Gesetz? Dass man in Schulen nicht gendern darf. Das Geil. Ist eine kritische Einschränkung der Meinungsfreiheit, oder nicht? Das soll doch jeder machen, wie er will. Leon? Hallo? Bist du noch da? Eben war er noch da vor 5 Sekunden, hat gesagt, da wird Gendern verboten. Geil! Er sagt, das ist doch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, oder? Wie er will. Das ist eine kritische Einschränkung der Meinungsfreiheit. Dass man in Schulen nicht gendern darf. Dass man in Schulen nicht gendern darf. Geil! Kritische Einschränkung der Meinungsfreiheit, oder nicht? Das ist eine kritische Einschränkung der Meinungsfreiheit, oder nicht? Leon? Das soll doch jeder machen, wie er will. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, ich finde das schon. 9, 10. Ich finde, das macht die Sprache ein bisschen kaputt, so. Dieses Gender. Gendern macht die Sprache kaputt. Wie soll ich es jetzt höflich ausdrücken? Oder brauche ich ja gar nicht, stimmt. Du kannst ja eh nicht reden, ne? Also du hast ja mit Sprachästhetik oder dem Umgang mit dem gehobenen Umgang mit Worten sowieso nichts zu tun. Von daher kann dir die Sprache scheißegal sein. Digga, bruv, dabei ist alles, weil dabei ist alles. Muscle it in, man. Nee, fühle ich unter meine Eier, Brother, meine Eier. Ich mach, was meine Eier mir sagen, Brother. Und gendern macht die Sprache kaputt. Dann. Ja, aber ich finde, das soll doch jeder machen dürfen, wie er will. Ja, Menschen. Mach wie er will. Ja, doch so. Ich finde, dass Menschen. Mach wie du willst. Ja, ich finde, mach, dass Menschen, die. so geil. Ja, mach wie du willst. Mach wie du willst jetzt. Gegen Transmenschen diskriminieren, indem sie ihre Identität nicht wahrnehmen, dass die denen auch Schaden zuführen. Die führen nicht mal der Sprache Schaden zu, sondern direkt Menschen. Wie, wenn ich gender, meinst du? Nein, wenn du. Wenn ich nicht gender. Nicht, wenn du nicht genderst. Aber wenn genderst, es verboten ist zu gendern. Nein. Ne? Wenn du zu einer Transfrau hingehst und sagst, du bist ein Mann, dann erhöhst du deren Selbstmordwahrscheinlichkeit.
Ja, ist ja die Wahrheit. Wollen wir darüber jetzt reden, ob es die Wahrheit ist? Das ist so geil. Der checkt nicht, dass diese Leute für sich eine eigene Wahrheit haben. Stell mal vor, jemand geht zu Leon Lopping und sagt, Dicker, dir ist schon klar, dass es keinen Gott gibt. Hä? Und wenn, wie viele Fehler hat dein Gott bis jetzt bitte gemacht? Und dann sagt er, ja, sag ich dir, nee, ist doch die Wahrheit. Sag ich dir doch, ist doch die Wahrheit. Der peilt nicht, dass es für verschiedene Menschen verschiedene Wahrheiten gibt. Und gerade Leon Lovelock sollte froh sein, dass Leute ihm seine Wahrheiten gönnen. Yes. Ja, wollen wir darüber jetzt reden, ob es die Wahrheit ist? Ja, wollen also wir darüber ich, reden? Faktisch. Das ich Ding ist, Studien wenn, also ich würde das nicht von alleine sagen, weißt du? Aber wenn die mich fragen würde, dann würde ich die Antwort geben. So, weißt du? So ein Typ bin ich. Bei mir jetzt persönlich so. Wenn die mich so ein Typ bin ich. Bei mir jetzt persönlich so. Also wenn ihr jetzt zu mir kommt und sagt, was bin ich, Mann oder Frau? Da wird der Leon sagen, du bist ein Mann, Digga. Bro, du bist ein Mann. Lass mal pumpen gehen. Wenn ich jetzt fragen würde, bin ich ein Mann oder eine Frau, würde ich sagen, du bist ein Dude. So. Aber ich würde jetzt nicht hingehen und ihr das einfach so sagen. Und zu deiner Frage und zu deinem Thema, wo du jetzt gerne noch reinsteigen willst, wo du auch wahrscheinlich 18 Studien gelesen hast, so. Wo du 18 Studien gelesen hast, weil jeder weiß, Studien lesen ist nichts Gutes, weil beinhaltet Lesen und Verstehen. Ich persönlich glaube daran, dass es grundsätzlich zwei Geschlechter gibt und Ausnahmen, Anomalien. So, es gibt Menschen, ja die geboren werden mit, es gibt Menschen, die geboren werden mit Geschlechtsmerkmalen von beiden Geschlechtern. Das ist eine Anomalie. Das sind 0,00 blablabla Prozent und die sind quasi ein drittes Geschlecht beziehungsweise einfach eine Anomalie. So. Also hast du selber ein paar Studien gelesen, ne, Leon? Soll ich dir sagen, wie derzeit drüber gedacht wird über dieses Thema? Wollen wir das wissen, Chat? Überleg dir das mal. Wollen wir das wissen, Chat? Der diskutiert mit jemandem. Soll ich dir sagen, was die und die davon halten? Ich weiß nicht. Wollen wir das wissen? Will ich das überhaupt wissen? Was die Wissenschaft sagt? Erzähl mal, komm. Ich würde schon die Frage, also es ist immer besser zu wissen, als nicht zu wissen, oder? Es ist immer besser, informiert zu sein, als nicht informiert zu sein. Naja, ne, das ist die Frage, wer stellt die Information? Wer stellt die Informationen zur Verfügung? Das ist die große Frage. Ja, ich vertraue tatsächlich Experten mehr als deiner persönlichen Meinung. Genau, ich schwöre dir, ne? Deiner persönlichen Meinung, dass es nur zwei Geschlechter gibt, weil, trust me, Bro. Ey, wenn wir an dem Punkt kommen, ne, wo deine Experten, und das ist schon mal gewesen in Deutschland so, dass auch die Partei, die mit gerade an der Regierung ist, im Wahlprogramm drinstehen hatte, dass die Sex mit Kindern legalisieren wollen. Mit wissenschaftlichen Hintergründen und das basierend auf Experten. So, ich will dir nur sagen, Bro, tu mir bitte einen Gefallen, egal was passiert, tu das bitte niemals befürworten. Können wir uns darauf einigen? So funktioniert Wissenschaft. Also Leon sagt jetzt, es ist schon mal so gewesen, ich weiß nicht, ob der jetzt auf die Vor-Nazi-Zeit anspricht oder auf die NS, ich weiß nicht, auf welche Zeit der anspielt, da reicht mein Wissen nicht aus, sind wir schon zwei, wo die führende Partei gesagt hat, Wissenschaftler haben gesagt, Sex mit Kindern ist gut, deswegen wollen wir das jetzt legalisieren. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab's nicht. Können wir uns darauf einigen, wenn die in wissenschaftlichen Büchern und wenn die Experten sagen, dass das normal ist in Zukunft, dass du trotzdem sagst, nein, ja, ist klar. Nicht. Das was normal ist? Die einzige Institution, die das seit Jahrhunderten betreibt, organisiert und unter dem Deckmantel und, sind die an denselben Gott glauben wie du. So. Also es gibt keinen, zumindest ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass es unter Wissenschaftlern organisierte Kindersexringe gibt, wo Kinder von einem Labor ins andere gekarrt werden oder in einem riesen Laborkomplex einfach verschwinden. Habe ich da noch nicht gehört. Aber wie gesagt, ich lese auch nicht so viel. Ah, ja klar, natürlich. Gut, ich habe gewisse moralische Positionen, wo die Wissenschaft ja, sagen kann, was sie will, gehe ich nicht drüber hinweg. Na klar.
Respekt, oder? Was heißt Respekt? Das ist ja. Nee, das respektiere ich. Das ist ja wohl die Basics. Sagst du. Es gibt schon YouTuber, die da anderer Meinung sind. Aber ja, erzähl mal jetzt, okay. mit den, was die aktuelle Wissenschaft sagt mit Geschlechtern und so. Ja, also wir reden jetzt von Sex, nehme ich mal, von biologischem Geschlecht. Weil es gibt nur eins. Also für mich ist es Gender und dein Geschlecht oder was die da versuchen zu trennen, ist es eins. Ja. Also so wie du auf die Welt kommst und wie du dich aber fühlst, das ist für den Leon alles eins. Das ist für den Leon eins. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Leon mit dem Gedanken fein ist. Hier ist just spitballing, aber dass der mit dem Gedanken fein ist, dass Männer auf die Welt kommen und irgendwann für sich entdecken, dass sie doch nicht auf Frauen, sondern auf Männer stehen. Das ist dann wahrscheinlich auch. Ich glaube, Leon denkt auch, dass es vielleicht eine Anomalie. Naja. Nein. Das, es gibt das geht kein schon soziales gar nicht. Geschlecht und biologisches Geschlecht. Schau her. Wenn du die Kategorie Gender schaffst, was geschaffen wurde, das ist eine Theorie. Ab diesem Zeitpunkt gibt es dieses Wort und diese Konzeption. Aber ich muss es nicht ernst nehmen. Okay. Ich muss nicht sagen, dass es die Wahrheit ist. Dann fangen wir schon mal ganz bei den Basics an. Glaubst du, dass es biologisch begründet Basics. Ist, dass Männer... Merkt ihr, dass wieder Angst hat vor diesen Fragen? Der hat so Angst. Eine Frage. Fangen wir bei den Basics an. Basics. Komm, gib mir die Basics, Bro. Der arme Alter, der hat so Angst. Anzüge tragen und Frauenkleider. Ist das biologisch? Fangen wir schon mal ganz bei den Basics an. Glaubst du, dass es biologisch begründet Basics. Ist, dass Männer Anzüge tragen und Frauenkleider? Ist das biologisch begründet? Ist es biologisch begründet, dass Männer Anzüge tragen und Frauen Kleider? Ja, natürlich nicht. Also, wie denn? Natürlich nicht. Ja. Woran machst du das fest? Guck mal, und der Gregor weiß oder denkt sich gerade so, ist der behindert? Aber der verzieht auch keine Miene und fragt einfach ganz ruhig nach. Wie kommst du da drauf? Also Leon Lovelock denkt, es ist biologisch, wie Mann und Frau auf die Welt kommen. Biologisch ist es begründet, dass Männer Anzüge und Frauen Kleider tragen heutzutage. Größtenteils. Kannst du. Bro. Ja, gutes Argument. Ja. Woran machst du das fest? Bro. Ich weiß doch, was du hinaus willst, Digga. Ja, darauf, dass du doof wie Scheiße bist. Jetzt antworte. Ich will darauf hinaus, dass es... Was willst du nicht zugeben? Geschlechterrollen gibt, die uns irgendwie sagen, ja, Männer ziehen Anzug an, Frauen ziehen Kleid an. Das ist nicht in der Biologie. Ja, es hätte umgekehrt sein können. Es war in der Vergangenheit umgekehrt. Es gibt lange Phasen in der europäischen Geschichte, wo aber, wenn du... Boah, der Alter, der wird so... Bruder. Googlest männliche Herrscher. Bruder, was denn? Das schaut aus, als hätten die ein Kleid an. Die haben auch so lange Perücken mit so langen, lockigen Haaren. Männer haben Gewänder getragen, natürlich. Schottenrock, es gibt so viele Beispiele. Die Vorstellungen, dass zum Beispiel Männer... Willst du mir jetzt sagen, dass die sich jetzt was anderes identifiziert? Nein, Leon, was der dir erklären will, ist, dass das biologische Geschlecht nichts damit zu tun hat, wie die Rollenbeschreibung oder wie die Auslebung der Rollen heutzutage interpretiert wird. So wie Mann und Frau auf die Welt kommen, hat nichts damit zu tun, dass Männer Anzüge tragen und Frauen Kleider. Das hat sich irgendwann so etabliert. Das ist nicht biologisch vorgeschrieben. Und er will die Parallele ziehen, genau wie biologisches Geschlecht und wie du dich sozial fühlst oder genderst. Dass es unterschiedlich sein kann. Waren ja trotzdem noch Männer so. Ja, okay, ich gebe dir den Punkt. Ich gebe dir den Punkt. Danke. Ja.
mal wieder einen in die Fresse bekommen und sagt, gebe ich dir. Ich gebe dir den Punkt, Bro. Das ist Gender, ja? Ich geb dir den Punkt, dass dieses mit den Kleidern und keine Ahnung, ob das auf die Biologie zurückzuführen ist, so. Den Punkt gebe ich dir. Okay, weiter. Das heißt, das ist Gender. Das heißt, du hast gerade gesagt, nee, es gibt Gender. Nein, das sind einfach Klamotten. Und Digga, das ist ein unnötiges Thema. So. Das hat nichts damit zu tun, was für ein Geschlecht du bist. Okay. Was für Klamotten du trägst. Was für Klamotten? Dann zum Beispiel. Nein, okay. Klamotten ist eigentlich das Eindeutigste, wenn du sagst, dass so das eine. Das ist das einzige Argument, was du hast, ne? Er sagt, das ist das Eindeutigste. Und Leon Lovelock sagt, okay, den Punkt gebe ich dir. Aber das ist auch das Einzige, oder? Hä? Killer-Vergleich. Ich meine, ich möchte halt auch weiterkommen in dem Punkt. Ich meine, es ist ein Punkt, ein Argument, wo du kein Gegenargument hast. Du willst jetzt nur nicht die Schlussfolgerung zulassen, dass eine Kategorie namens Gender dafür verantwortlich ist, dass wir so Kategorien haben. Was denn dann sonst? Du sagst selber, biologisch ist nicht dafür verantwortlich und gendern sagst du jetzt ist auch nicht. Was ist denn dann? Nee, das ist einfach biologisch, das ist einfach so entstanden, Mann. Das ist einfach so die moderne Welt. Wir haben Klamotten gemacht und wir haben Klamotten für Männer gemacht, Klamotten für Frauen gemacht. Wieso, wir haben Klamotten gemacht, die Männlichkeit hervorheben und wir haben Klamotten gemacht, die Weiblichkeit hervorheben. Das heißt noch lange nicht, dass jetzt, wenn ich jetzt als Mann ein Kleid anziehe, dass ich dann eine Frau bin. Das ist krass, ne? Der arme Hamster in dem Kopf, Alter. Einer muss dem eine Mini-Pistole besorgen, dass er sich da in diesem Rad endgültig mal das Leben nehmen kann. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Ich habe nur meine gesagt, Biologie bleibt gleich. Das bezweifelt er doch gar nicht. Der sagt doch gar nicht das Gegenteil, deine Biologie. Der sagt nur, es gibt einen Unterschied zwischen Biologie und Gender. Ich habe gar nicht geredet. Ich habe nur gesagt, dass es gesellschaftliche Vorstellungen darüber gibt, wie sich Frauen respektive Männer anzuziehen haben. Und das führt dazu, dass Männer heute Anzüge tragen. Schreibt einer im Chat, ich gebe es zu. An dieser Stelle würde ich aufgeben. Und diese Norm, die dazu führt, dass Männer heute Anzüge tragen, das ist Gender. Das ist ein soziales Konstrukt, was viele Dinge vorgibt. Das erklärt nee. Uns. Egal. Nee. Nee. Ich sehe das anders. Es ist ein soziales Konstrukt, was fernab von unserer Biologie ist. Deswegen haben wir auch mittlerweile so viele Probleme zwischen Mann und Frau, weil wir uns immer weiter von unseren eigentlichen biologischen Eigenschaften wegtreiben lassen. So. Dann reden es wir gibt doch über einfach ganz, Es gibt einfach ganz normale, also es gibt einfach Dinge, die Männer machen können, besser machen können als Frauen. Und es gibt Dinge, die Frauen besser machen können als Männer. Und es ist von Gott so geworden. So, und ich weiß nicht, wem es von euch auch so geht. Aber ich habe einen Schrank. Das ist eine Schublade. Und sobald jemand sowas hier sagt, Eigenschaften wegtreiben lassen soll. Dann reden es wir gibt doch über einfach ganz, Es gibt einfach ganz normale, also es gibt einfach Dinge, die Männer machen können, besser machen können als Frauen. Und es gibt Dinge, die Frauen besser machen können als Männer. Und es ist von Gott so gewollt. Dass sobald jemand sowas sagt, packe ich ihn in die Schublade rein, mach die Schublade zu und alles, was der danach sagt, geht bei mir durch den Filter. Also du kannst mit mir weiterreden, aber ernst nehmen funktioniert da nicht. Ist unmöglich. Es gibt Sachen, die können Männer besser. Ja, natürlich. Wir reden jetzt von 99,9%. Ne? Gibt natürlich auch Frauen, also Chris Cyborg ist ja stärker als LBB. So. Es gibt ja Männer, also aber der Großteil, der riesengroßteil, Männer sind körperlich stärker als Frauen. Deswegen, was können Männer besser? Alles das, was mit Kraft zu tun hat. So, Frauen biologisch können Kinder kriegen, können Männer halt nicht. So, das sind die Basics. Und der Rest hat sich ja durch die Evolution, woran der Leon ja wahrscheinlich auch nicht glaubt, aber woran ich glaube, einfach so entwickelt. Der stark ist, holt das Essen. Der das Essen nicht holt, bereitet es vielleicht zu. So. Das ist so. Von Gott gewollt.
Weil Frauen können nämlich ein anderes Leben kreieren in ihrem Körper. Das können Männer nicht. Da könnt ihr so viele Bücher schreiben, wie ihr wollt. Papi, hast du ein Kind in deinem Bauch und diese ganze Scheiße. Das ist crazy, ne? Als ob irgendjemand, der angesehen ist und nicht für verrückt erklärt wird, als ob irgendein angesehener Wissenschaftler sagt, Männer können auch, Gleichberechtigung ist soweit, Männer können jetzt auch Kinder kriegen. Die uns eintrichtern sollen, dass auch Männer Kinder kriegen können und so, das ist einfach Schwachsinn. Stimmt einfach nicht. Du hast vollkommen recht. Reden wir jetzt über biologisches Geschlecht, oder? Wollten wir reden über das Geschlecht, es gibt nur ein Geschlecht. Okay, dann reden es wir gibt über Geschlecht. Zwei Geschlechter. Reden nicht wir über jeder Geschlecht. Mensch hat. Nein, du hast absolut recht, wir reden zwei über Geschlecht. Zwei Geschlechter, also. Ja, wir reden über Geschlecht. So, wenn ich jetzt ein Kleid anziehe, bin ich dann sozial eine Frau, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Aber mein Gender ist dann eine Frau. Nein. Was sonst? Dann hast du ein Kleid an. Das hab ich, soll ich es nochmal versuchen? Bin ich ein erklären? Mann oder nicht? Du bist ein Mann. Das, was du sagst. Denkst du, du bist ein Mann? Das, was du findest. Bro, bin ich mit dem Kleid ein Mann oder nicht? Das musst du doch sagen. Natürlich bist du erstmal ein Mann. Du bist ein Mann im Kleid. Aber wenn du sagst, ich fühle mich als Frau, bitte seht mich als Frau, dann... Dann soll man dich als Frau wahrnehmen. Manche machen es nicht, aber aus Höflichkeit spricht man dich wahrscheinlich so an. Es gibt ein paar korrekte Leute, die dich dann wirklich versuchen, als Frau zu sehen. Ist doch in Ordnung. Aber wenn du es nicht selber sagst, dann bist du erstmal Mann im Kleid. Wenn sich nichts verändert, dann ja. Sowohl Gender als auch Biologie? Ja. Okay, krass. Ganz locker. Was ist dein Argument? Was für ein Argument? Oh, du bist so dumm, ey. Argument wofür? Wofür musst du denn jetzt noch ein Argument geben? Du hast eine dumme Frage gestellt, die hat er höflicherweise beantwortet. Bezüglich, soll ich nochmal Gender erklären oder soll ich jetzt Sag wegen... Sag mir den Unterschied zwischen meinem Gender und meinem Geschlecht. Das ist crazy. Geschlecht ist dein Körper. Die sind so geil. Ja, die Kommentare sind überragend. Gott will Frauen in Absätzen und Männer in Anzügen. So nämlich. Nee. Oh Gott. Krass, wie er das Thema einfach null rafft. Leute lachen sich kaputt. Also es ist wirklich... Gender ist die soziale Rolle, mit der du dich identifizierst. So. Die soziale Rolle beinhaltet... Was daran lustig? Er hat ihm das 1 zu 1 super verständlich erklärt, wie es die ganze Zeit schon zu verstehen ist auch. Und er lacht einfach. Aus Verlegenheit, aus Dummheit. Recht ist dein Körper. Gender ist die soziale Rolle, mit der du dich identifizierst. Die soziale Rolle beinhaltet unter anderem, was für Kleidung du anziehst. Ich nehme mal nicht an, dass du viele Kleider trägst in deinem Alltag, oder? Geht. Manchmal trage ich ein Bikini am Strand. So, und jetzt muss er natürlich albern werden, weil der stellt eine Frage, bekommt die Antwort, was will er dazu sagen, jetzt muss er abstrus werden, muss er albern werden. Nee, manchmal trage ich ein Bikini. Bruv. Safe. Ah, ja. Oh, das stelle ich mir richtig hot vor, aber... Jetzt, ist voll sexy, bro. Ja, du trägst keine Kleider, du hast doch kurze Haare. Die meisten Männer haben kurze Haare, ich bin so mittendrin, die meisten Frauen haben lange Haare. Okay, warte mal, du hast gesagt, als das was ich so mich identifiziere... Kann ich mich auch jeden Tag umidentifizieren? Könntest du theoretisch. Nur ich nehme das immer kritisch. Weil nur als Mensch Sachen oder kann ich mich auch als ein Tier identifizieren oder als Gegenstände? Wenn es dich freut und du sagst, ja, bitte sei lieb zu mir und sag das, dann werde ich das sagen, aber ich werde es albern finden. Ich werde es albern ich denke mir... Würdest du es trotzdem mitmachen, ja, sagst du, ne? Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich identifiziere mich als Kokosnusswasser, dann würdest du mich auch einfach als Kokosnusswasser ansprechen und mich auch dementsprechend behandeln. Ich würde dich austrinken in dem Fall, weil das ist gut. Aber dann Spaß beiseite. Wenn jetzt jemand auf dich zukommt und so offensichtlich ausschaut halt wie ein Typ und der rennt auf dich zu, sag mir, ich bin eine Frau und das für den richtig wichtig ist, dann sagst du, okay, bist eine Frau. Du findest es vielleicht komisch, aber du denkst dir, oh mein Gott, ja, dann sage ich es halt, ist doch wurscht. Ich knicke halt nicht ein. Ja, du bist ein... Für Leon ist das Einknicken, wenn er auf andere Leute eingeht. Sag mal, ich bin eine Frau. Nee, sag ich nicht. Ich knicke nicht ein. Du bist ein Tougher. Ich bin ein Weichei, ich bin ein Soyboy.
wie du schon... Echt, ja? Ja, voll. Krass. Wie du schon kennengelernt... Warum? Aber ich bin vegan. Du bist vegan? Bin ich nicht Soyboy dann? Eigentlich bist du Soyboy. Ich bin auf dem Weg zu vegan. Ich mache gerade eine Challenge, hat vor 6 Tagen gewonnen, aber gehen wir weiter. Wir wollten über Geschlecht reden, oder? Ich habe seit 12 Jahren kein Fleisch gegessen, Digga. Soyboy ist sein Vater. Ja. Yes, sir. Reden wir... Der krampfhafte Versuch, das Gesprächsniveau auf den Boden zu ziehen. Ich verwende Soyboy einfach als interchangeable. Reden wir über Geschlecht. Da kommen wir nicht zusammen. Was denkst du denn? Gibt es eine gewisse... Also würdest du sagen, das würde mich jetzt mal interessieren, gibt es eine gewisse Rolle als Mann und eine gewisse Rolle als Frau? Oder sagst du, es sind nur soziale Konzepte, so das hat nichts damit der Biologie zu tun? So? Also, wer ein bisschen was im Kopf hat, weiß natürlich, wo Leon drauf... Worauf er hinaus will. Leon ist straight up Neandertaler, auf die Brust klopfen. Männer müssen Frauen verteidigen. Frauen sind Püppchen, schmeißen den Haushalt. Das ist auf jeden Fall seine Weltanschauung, auf die Rollenverteilung bezogen. Man hört es ja auch schon an der Frage, Stoppmoment auch. Man hört es ja auch schon in seiner Fragestellung. Aber glaubst du, es gibt so Rollenverteilung oder glaubst du, es ist so alles so... Das würde mich jetzt mal interessieren. Gibt es eine gewisse Rolle als Mann und eine gewisse Rolle als Frau oder sagst du, es sind nur soziale Konzepte, so das hat nichts damit der Biologie zu tun? So? Also meine Antwort wäre, es gibt heutzutage auf jeden Fall immer noch klassische Rollenmodelle, sprich, der Mann ist der Starke, der Versorger, der Beschützer, der geht arbeiten, die Frau ist die Hausfrau. Aber es stirbt immer mehr aus, zumindest in den fortschrittlichen Ländern. Und ich denke, das ist ein Produkt von der biologischen Konstitution. Das heißt also, was ich eben schon mal gesagt habe, der Mann ist stärker, der Mann besorgt das Essen, der Mann kümmert sich, weil der Mann kann beschützen. Das heißt, die Frau ist zu Hause. Und so, glaube ich, auch wenn man ins Mittelalter geht, da waren also Frauen waren ja immer sehr, sehr wenig wert. Ne? Weil der Stärkere setzt sich durch. So, im Endeffekt kann ein Mann eine Frau immer umhauen. Männer machen alles unter sich aus. Die Frauen kriegen einfach nur Kinder. Es gab ja eine super lange Zeit in super vielen Gegenden, wo die Frauen, was teilweise leider auch noch bis heute in gewissen Regionen so ist, Frauen sind reine Gebärmaschinen, die den Haushalt schmeißen und Männer sind die, die sich um die wichtigen Sachen kümmern. So, und ich denke schon, dass das ein Resultat ist von der biologischen Beschaffung einer Frau und eines Mannes auf jeden Fall. Also geistig bestimmt nicht, ne? Weil ich halte Frauen für cleverer als Männer, meine Erfahrung, aber auch was soziale Intelligenz angeht. Genau, und deswegen hat sich das so entwickelt. Und man hat es auch teilweise noch in sich drin so, dass es irgendwie, weil es ja mal normal war, irgendwo auch noch ein bisschen normal ist. Aber ich finde es auch cool, dass es nicht mehr gegeben ist. Ich glaube, das ist ja, wir sind so die vorletzte Generation oder so. Also ich weiß noch, also die Generation von meinem Opa und meiner Oma, das war noch komplett so. Da durften Frauen keine Hosen tragen, die mussten Röcke tragen. Freunde von meiner Mama, das heißt eine Generation danach, war auch noch sehr viel Hausfrau, Arbeit, aber seitdem ist das immer mehr, ich glaube in den letzten, das kann man sagen, so 50 Jahren, ne? Letzten 40, 50 Jahren verwässert das auf jeden Fall. Wie gesagt, regionenabhängig, aber... Das ist eine sehr vage Frage. Was meinst du? Als Mann und eine gewisse Rolle als Frau? Oder sagst du, es sind nur soziale Konzepte, so das hat nichts damit der Biologie zu tun? So? Das ist eine sehr vage Frage. Was meinst du? Glaubst du an Rollenverteilung zwischen Mann und Frau? Ja, welche Rollen? Es gibt ja viele Rollen. Gibt es Dinge, die Frauen besser können, Dinge, die Männer besser können?
Auch wenn sie zusammen sind zum Beispiel. Ja, wenn wir jetzt glaubst von, du daran, wenn dass wir jetzt von dass Cis-Frauen sprechen, die können besser Kinder auf die Welt bringen als Männer, ja. Das können sie besser. Okay, was können Männer besser? Was können Männer besser? Die meisten Männer haben mehr Kraft im Oberkörper, die sind wahrscheinlich besser im Armdrücken oder so. Ja. Armdrücken? Ja. Können wahrscheinlich auch mehr Klimmzüge. Weil Leon ja ein strunzdover Neandertal-Prollo ist, gefällt ihm die Antwort gar nicht. Was können Männer besser, was können Frauen besser? Also er will am liebsten hören, Männer sind die Chefs, Männer sind in der Politik, Männer regeln alles, Männer passen auf die Frauen auf, beschützen alle, Männer sterben für ihre Familie und Frauen können halt besser Kinder kriegen. So, die Antwort hätte er gern gehabt und die Antwort, dass Männer einfach stärker sind, und das macht er ein bisschen clever, natürlich auch, dass er hier einfach nur dieses Armdrückbeispiel nimmt, gefällt Leon gar nicht. Da hat er ihn schön gepiekst und Leon ist natürlich wie so ein geistbehinderter Bulle voll aufs rote Tuch gelaufen. Du hast jetzt bei Frauen hast du jetzt das Kinderkriegen hervorgehoben. Dann musst du doch mal eine gute Sache für uns Männer auch hervorheben. Komm, Junge. Warum? Warum aber? Also wo ist denn das Problem? Muss man jetzt sein eigenes Geschlecht... Das ist doch gar keine Konkurrenz, Alter. Also ich bin super gern Mann, weil ich bin der Meinung, wir haben es viel leichter. Wir haben es viel leichter. Das ist meine nach 40 Jahren meine Erfahrung. Ich bin super gern Mann, weil wir es viel leichter haben, ne? Und ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, dann wäre ich wahrscheinlich zwangsläufig irgendwann lesbisch geworden, weil ich die ganzen Vögel nicht ausgehalten hätte. Aber ich bin selber einer von den Vögeln und ich habe keine Probleme. Das Leben ist für uns ein bisschen einfacher so. Deswegen, aber das in Konkurrenz zu sehen, Männer, Frauen, ist so, hä? Ja, wenn es drauf ankommt, können sie schwere Dinge heben. Eine relevante Sache. Ja, wenn es drauf ankommt, können sie schwere Dinge heben. So. Oder mal jemanden beschützen vielleicht. Nein, es wird gerade im Chat geschrieben von mir, wir können im Stehen schnell pinkeln. Frauen müssen sich ausziehen, müssen sich hinhocken. Wir Männer... Ja, ich wollte jetzt mal ein Beispiel haben, so, keine Ahnung, Digga. Dass nein, ich glaube überwiegend jetzt, Männer zum Beispiel die ganze Welt am Laufen halten. So. Weißt du, ja, das glaube ich nicht, dass das biologisch geht. Der Typ ist so geil. Das ist das Weltbild von Leon Lovelock. Männer halten die ganze Welt am Laufen. Überleg dir das mal. Überleg dir das mal. Du denkst bis hier. Und ich bin kein Philosoph. Ich denke vielleicht so bis hier, weil ich Comedian bin und eine Grundintelligenz habe. Aber der denkt wirklich bis hier. Der sieht einfach, ja, ist doch Putin, das ist Trump, das ist... Wen haben wir noch? Kim Jong-un und Netanyahu und das sind ja alles, ja okay, Merkel mal ausgeklammert. Wen haben wir noch? Die ganzen Diktatoren, das sind doch alles, Stalin war auch, Adolf war auch, Mussolini war auch. Also Männer halten die Welt am Laufen. Und Leon Lovelock denkt, dass das eine Stärke von uns ist, die Welt am Laufen zu halten. Denkt es. Also glaubst du nicht, dass es biologisch bedingt ist, dass die meisten Männer auch auf dem Handwerks beruflich unterwegs sind oder sich um die Elektrik kümmern oder Rohrreiniger sind oder halt die harten Jobs machen? Wie soll das biologisch bedingt sein, dass Männer Rohrreiniger sind? Männer haben mehr Kraft, deswegen sind Männer jagen gegangen, deswegen waren die Frauen zu Hause und die Männer haben alles andere gemacht. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, ich weiß nicht, wie es hätte zustande kommen können, aber wenn Frauen Kinder kriegen und irgendjemand auf die Idee gekommen wäre oder ganz viele auf die Idee gekommen wären, warte mal ganz kurz, wenn Frauen die Kinder kriegen, kümmern sich die Männer um die Kinder und die Frauen gehen raus. Körperlich wird es heute anders aussehen, geistig wird es heute anders aussehen. Klamottentechnisch wird es wahrscheinlich auch anders aussehen. So. Das ist ja der Unterschied zu biologisch. Nein, 100% glaube ich das. Also ich glaube das zu 100%. Ist, dass die meisten Männer auch auf dem Handwerks beruflich unterwegs sind oder sich um die Elektrik kümmern oder Rohrreiniger sind oder halt die harten Jobs machen in der Welt. Nein, 100% glaube ich das. Die harten Jobs machen in der Welt. Biologisch bedingt, ja? Also ich glaube das zu 100% nicht.
Nein. Nicht? Du, nein. Also du glaubst auch, wenn Männer jetzt von heute auf morgen quasi von der Erde verschwinden würden, würden diese ganzen Sachen noch normal weiterlaufen? Nö. Hm. Da sind die Rohre nicht mehr sauber, ne? Aber ich glaube, wenn Frauen verschwinden würden, dann wird noch alles weiterlaufen, oder? Da haben natürlich nur die Länder ein Problem, wo Homosexualität strafbar ist. Das habe ich nicht gesagt. Natürlich, wenn wir die Hälfte der Bevölkerung... Also Häuser werden normal gebaut, Digga. Alles easy, Rohrreiniger. Ja, als ob Frauen sich das nicht aneignen könnten. Mann, ich schwöre. Maul. Als ob, wenn Frauen auf sich allein gestellt wären, seit Jahrhunderten, als ob die nicht auch breitere Kreuze, mehr Muckis hätten und das alles regeln könnten. Natürlich. Natürlich Plummer, nicht. Wenn wir heute Leute, Handwerker. Wenn wir Leute ausbilden, dass sie das machen, die Hälfte der Bevölkerung, die ausgebildet ist, diese Jobs zu machen, dann auf einmal weg ist, du denkst, dann natürlich hat nichts mit dem nicht Geschlecht weiter zu tun. Nein. Du glaubst, es hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, dass die meisten Männer die meisten harten Jobs machen auf der Welt? Körperlich? Nein, das glaube ich schon. Es kommt jetzt darauf an, von welchem Job wir reden. Also zum Beispiel Elektriker ist jetzt kein körperlich harter Job, den eine Frau körperlich nicht machen könnte. Also Löten... Teilweise schon, Bruder. Löten, also die müssen da teilweise auf Gerüsten rumsteppen und diese ganzen Sachen und Gerüste auch aufbauen und so. Elektriker sind nicht nur so ein bisschen an Steckdosen unterwegs. So, ich kenne Elektriker. Die haben auch einen harten Job, Bro. Und ich bin mir sicher, dass wenn Frauen dazu ausgebildet werden, dass sie das auch können. Nur der Punkt ist... Sind die körperlich denn auch so fähig? Kommt drauf an, weiß ich nicht. Also Männer wurden über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dazu getrimmt, handwerklich was zu machen. Ich glaube, wenn das bei Frauen so gewesen wäre, die wären wahrscheinlich auch ein bisschen, vielleicht wären die mittlerweile auf dem gleichen Level sogar. Ist natürlich nicht vorstellbar, weil es ist ja halt über Jahrtausende so gewesen, dass es halt nicht so ist, aber ist schon eine lustige Vorstellung irgendwo, wenn man sich vorstellt, dass dass man von Anfang an die klassische Rollenverteilung umgedreht hätte. Also bis auf die 10 Monate Schwangerschaft. Kind kriegen, sobald das Kind da ist, kümmert sich der Mann ums Kind. Klar, die Frau muss natürlich noch stillen, aber der Mann ist immer da. Ah, das ist natürlich scheiße, weil dann ist die Frau 3 Jahre raus. Oder 2. Das ist schwer umsetzbar. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn dieses utopische Szenario, wenn man das so durchdenkt, würden Frauen heute anders aussehen und die könnten auf jeden Fall jeden Job so machen. Vielleicht nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall zufriedenstellend. Da bin ich fest von überzeugt. Sind die so resistent auch? Halten die das aus? Stressmäßig auch? Hast du... Geil. Leon Lovelock denkt... Frauen sind nicht so stressresistent wie Männer. Schon mal. Sind die biologisch dafür darauf ausgelegt, das zu tun? Das ist eigentlich die Frage. Hast du schon mal Frauengewichtheber gesehen? Frauen können das trainieren. Wow, und schau her, das ist 1% der Frauen so. Die haben auch Testosteron genommen und sich irgendwelche männlichen Hormone reingeschoben. Ja, sind die es machen. Hast du schon mal gehört, dass man für spezifische Arbeit spezifische Muskelgruppen beansprucht? Da gibt es zum Beispiel Bodybuilder, die dann einen Job machen, wo du halt einen Muskel, den du normal nie trainierst, auf einmal extensiv verwenden musst und die können dann das Gewicht nicht heben. Die können dann den... Bruder, wir sind halt einfach als Männer, sind wir körperlich anders gebaut als Frauen und wir sind für andere Dinge ausgelegt. Wir können andere Dinge besser, weißt du, wie ich meine? Und deswegen glaube ich glaube an eine Rollenverteilung. Ich glaube daran, dass Frauen Dinge besser können als wir Männer, so. Vor allen Dingen sich um Menschen kümmern, auch diese ganzen, die haben einen viel höheren sozialen, wie nennt man den? Social EQ, IQ, keine Ahnung, soziale Intelligenz, sind viel mehr in ihrer Emotion, sind viel mehr in dieser spirituellen Geschichte so. Und Männer sind halt anders, sind mehr logisch. Männer sind körperlicher. Männer können diese körperlichen Dinge alle viel besser, sind mehr logisch am Denken. Und ich glaube, wir ergänzen uns einfach perfekt. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich glaube, dass Mann und Frau sich perfekt ergänzen. Gibt's da und Studien dazu? Dass wir als gibt's Einheit quasi perfekt unterwegs sind. Er fragt, Männer sind mehr logisch. Und er ist so, gibt's da Studien dazu? Gibt's da Recherchen dazu?
Gibt's, was sagst du? Gibt es biologische Recherche dazu? Dass ich brauche dafür keine Recherche. Ich muss. Da hast du auch geklärt. Ja? Recherche können die anderen machen. Recherchen können sich die anderen reinziehen. Ich brauche dazu keine Recherche, Mann. Idiot. Ich bin Leon Lovelock. Recherche. Get the fuck out of here, Junge. Ich muss dazu einfach nur in die Welt gucken. Gibt es da Studien dazu? Dass wir als Einheit quasi perfekt unterwegs sind. Gibt's, was sagst du? Gibt es biologische Recherche dazu? Dass ich brauche dafür keine Recherche, ich muss dazu einfach nur in die Welt gucken. Ich muss dazu einfach nur eine Frau angucken. Oder ist das schön. Ich will das gar nicht kommentieren. Ich will nur, dass ihr das alle hört, was Leon Lovelock hier sagt. Ich will das nicht kommentieren. Das kann jeder für euch selber machen. Hört nur, was der hier sagt. Ich hoffe, es wird noch geiler. Ja, ich glaube, dass Mann und Frau sich perfekt ergänzen. Gibt's da Studien dazu? Dass wir als Einheit quasi perfekt unterwegs sind. Gibt's, was sagst du? Gibt es biologische Recherche? Und jetzt geht's los. Platon, Aristoteles, Sokrates. Schnallt euch an. Hier kommt Lovelock. Dazu, dass ich brauche dafür keine Recherche, ich muss dazu einfach nur in die Welt gucken. Ich muss dazu einfach nur eine Frau angucken oder mit einer Frau unterwegs sein. Ja, alles oder klar. Mich betrachten als Mann. Ja, so. Dann sehe ich schon den Unterschied. Ich fühle den Unterschied. Wenn ich eine Frau sehe, wenn ich Kinder sehe, dann fühle ich, dass ich die beschützen muss. Und dass ich auch bereit sein muss, für meine Kinder und für meine Frau zu sterben. Weil es meine Aufgabe ist. Weil ich als Mann so gebaut wurde, dass ich die beschützen jetzt, muss. Ihr müsst jetzt kurz ganz stark sein. Wie geil ist das bitte? Das ist das erste Mal, dass der den wirklich eine, also der hat den schon komplett misshandelt, aber das ist das erste Mal, dass der offen, hörbar den direkt nimmt. Chat, ihr müsst jetzt ganz stark sein. Männer, Frauen passen gut zusammen, weil Männer sind mehr logisch. Gibt es da Recherchen zu oder irgendwelche Studien? Ich brauche keine Recherchen. Ich gucke in die Welt. Ich gucke mir eine Frau an. Ich sehe das, wenn ich mit Frauen unterwegs bin. Ich fühle das. Crazy. Wenn ich eine Frau sehe, wenn ich Kinder sehe, dann fühle ich, dass ich die beschützen muss. Und dass ich auch bereit sein muss, für meine Kinder und für meine Frau zu sterben. Weil es meine Aufgabe ist. Weil ich als Mann so gebaut wurde, dass ich die beschützen muss. Ihr müsst jetzt kurz und stark sein. Das ist für mich aber jetzt ein ziemlich weibliches Argument, wenn ich das sagen darf. Also dafür, dass Männer so rational sind. Oh. Ich schwöre, zieht euch diesen Gregor mal rein. Ich habe leider interessiert mich Politik nicht, aber ich feiere den Typ hart. Nicht nur, weil der Leon Lovelock ganz subtil den Anus zertrümmert, sondern weil der voll fix im Kopf ist. Und der ist erst 20 oder was? Der ist wirklich sehr, sehr fix im Kopf. Wenn das jetzt ein Freestyle-Battle wäre, ist hier vorbei. Wurde, dass ich die beschützen muss. Dann fühle ich, dass ich die beschützen muss. Und dass ich auch bereit sein muss, für meine Kinder und für meine Frau zu sterben. Weil es meine Aufgabe ist. Weil ich als Mann so gebaut wurde, dass ich die beschützen muss. Chat, ihr müsst jetzt kurz ganz stark sein. Das ist für mich aber jetzt ein ziemlich weibliches Argument. Krass. Nach der Punchline direkt darauf zu kommen, das ist für mich ein weibliches Argument, weil er redet die ganze Zeit von fühlen, spüren, ich brauche eine Frau nur anzugucken, wenn wir unterwegs sind. Geil. Wunderschön. Wenn ich das sagen darf. Gregor. Wer auch immer du bist, wo auch immer du bist, mach genauso weiter. Du bist ein Maximum Brain. Killer. Auf links, auf ruhig. Mit also, links dafür, auf dass ruhig. Männer so rational sind und so einen Wert drauf legen, dass sie logisch sind, das war mir jetzt schon sehr viel Gefühl da drin. Also es war wirklich ein weibliches Argument, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso? Ah, ich gucke gerade so, als würde mich das wundern. Sorry. Natürlich versteht er es nicht. Gefühl da drin. Also es war wirklich ein weibliches Argument, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso? Naja, Gefühle, emotional, du spürst das halt tief in dir drinnen. Wer geht im Krieg sterben? Das wird immer besser! Ist das schön, ey! Wolle!
Ach, ist das schön, Alter. Ist das schön. Also ich bin auch ein Soyboy, ich bin eine Muschi, die Frau muss nicht arbeiten gehen, der Mann kann auch auf die Kinder, die Frau kann arbeiten gehen, der Mann kann auch auf die Kinder aufpassen, man muss nicht prügeln, Frauen können auch Soldaten sein, ich muss nicht im Krieg sterben, Männer regieren nicht die Welt, also zumindest nicht auf einer fairen Basis. Was gibt's noch? Weiß ich nicht. Ich bin maximal gay auch. Und leider nicht so. wer geht im Krieg sterben? Ja, die sich melden. Moment, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso? Naja, Gefühl. Überleg mal. Männer sind mehr logisch. Wer geht im Krieg sterben? Würden Männer richtige Logiker sein? Ich sag mal so, ein Logiker, der wird eher nicht in den Krieg gehen und für sein Land kämpfen. Also wenn jemand Logik über alles stellt, dann wird er sich eher denken, ich würde doch lieber, ich meine, ich kämpfe hier für ein Land, irgendwo woanders, riskiere mein Leben und die sagen, dass ich dahin soll, die kämpfen aber selber nicht. Und ich könnte ja da auch sterben. Also, wenn ich ja jetzt mal logisch drüber nachdenke, ich glaube, da mache ich lieber Zivi oder bleibe ich lieber hier oder lass mich irgendwie T18 einschätzen. Absolut unfähig. Genau, und wenn man aber kein Logiker ist, wenn man sich denkt, Vaterland, ich bin hier geboren. Okay, ist zwar Zufall, aber ich bin hier geboren. Das Land macht zwar auch nichts für mich, aber ich muss mein Land verteidigen. Wo ist das Gewehr? Ich gehe jetzt beschützen. Das ist dann nicht mehr so logisch. Das ist eher emotional, fast schon weiblich, ohne dass Leon es versteht. Und verstehe mich nicht falsch. Ich will ja keine Leute diskreditieren, die in der Bundeswehr sind oder so, ne? Aber ihr wisst selber, es gibt bei den Leuten auch genug, die schießen, Vaterland verteidigen, Ehre, Stolz, so. Fühle, emotional, du spürst das halt tief in dir drinnen. Wer geht im Krieg sterben? Wer muss in der Ukraine bleiben, wenn Krieg ausbricht? Ich finde das furchtbar, aber es ist ein weibliches Argument von dir. Wer bleibt auf... wer bleibt auf der Titanic, Digi? Es ist Weltklasse, Mann. Paff, Gregor. Aus mit dir. Paff, Junge. Wer bleibt auf der Titanic, Diggi? Ich finde das furchtbar, aber es ist ein weibliches Argument von dir. Wer bleibt auf der Titanic, Bro? Werd doch jetzt nicht emotional. Ich wollte doch nur einen Punkt machen. Dass ich will es wissen, Digga. Wer bleibt auf der Titanic? Ja, Männer. Wer geht sterben? Ist das biologisch begründet? Das bezweifle ich ja nicht, dass Männer auch Probleme haben. Männer haben Probleme, ja? Wieso nur Probleme? Das sind doch keine Probleme, das ist richtig so. Ich denke, es ist ein Problem, dass man von Männern erwartet, dass sie in den Krieg ziehen, doch? Nein, das ist kein Problem. Ist doch scheiße, wenn Männer in Massen sterben, oder? Findest du das nicht scheiße? Noch schlimmer, wenn Frauen und Kinder sterben. Ich finde es ist scheiße, ich finde jedes Leben ist gleich viel wert. Sind Männer also weniger finde, wert für dich als wenn Frauen? Wenn ich jetzt in der Situation bin, wo ein Verbrecher vor mir steht mit einer Waffe und der erschießt einen von uns, dann würde ich mich hundertprozentig opfern. Ja, das ist... Abgesehen davon, dass ich voll dafür wäre, macht es auch... Männer sind doch Logiker. Weil jeder Mann, der logisch denkt, okay, bevor der jetzt mich abknallt oder meine Frau, meine Frau kann auch Kinder kriegen, die kann sich noch vermehren. Deswegen wäre es schon besser, wenn ich dann sterbe. Ja, Männer sind doch logisch. Wer bleibt auf der Titanic, Diggi? Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wenn meine Frau sich opfern würde und ich überleben würde. Das Schlimmste, was passieren das kann. Ja, das wäre ultra schlimm, weil dann müsstest du nämlich ein Kind alleine großziehen. Und das will niemand, Alter. Da werden wir wieder rückläufig. Ich stelle mir das vor. Fange ich aber auch an zu beten. Es ist ja immer der Wunsch von einem Partner oder einer Partnerin in der Beziehung, dass der andere
nachher stirbt, weil dann muss man nicht selber weinen. Wenn, also, ja, das ist natürlich ein Ding. Und ich verstehe das, das Argument voll und ganz. Es geht nicht ums Weinen, es geht darum, mein Punkt ich weiß, ist, als ob der Leon weint, Alter. Gregor, straff dich mal. Sprich solche Themen nicht an. Was für Weinen, Alter. Dass ich mit deinem Argument nichts anfangen kann, weil ich bin ein Mann, ich bin rational. Du bist kein Mann, du hast lange Haare, keinen Bartwuchs, du bist kein Mann, du bist 20, Mann. Mit einer 2,5-jährigen Beziehung. Soyboy bist du. Gar nichts. Fick mal dich und deine Recherchen. Ja, ich denke logisch. Ich habe einen sehr rationalen Penis und ich kann mit diesem weiblichen Argument nichts anfangen. Wenn du jetzt diese, das ist ein Troll, das ist jetzt ein Troll. Mein Argument ist, dass mein Argument Dankeschön, dass du es selber gesagt hast. Mein Argument ist, dass man diese festen Zuschreibungen nicht machen kann und alle Personen alles sind. Du hast jetzt hier ein sehr emotionales Argument gemacht, was okay ist, ich akzeptiere das. Ja, ich bin gut in meiner feminine Energy gerade. Aber du bist doch ein Mann. Wie kannst du ein... Nee. Wie kannst du ein... Ich bin jetzt gerade sozial gesehen. Vom Gender her bin ich jetzt gerade eine Frau. Wenn du das sagst, mein Punkt ist, dass du nicht deine... Identifiziert für den Take. Mein Punkt ist, dass du nicht deine... Jetzt bin ich wieder ein Mann. Gender-Identität oder dein Geschlecht ändern musst, um emotional sein zu dürfen oder rational zu sein zu dürfen. Bruder, jetzt küsst doch dein Herz, Bruder. Krass, ne? Kopf macht zu. Der kann nicht mehr, der kennt diese ganzen Worte nicht, der ist das nicht gewohnt, mit solchen Leuten zu reden. Der fällt dem hier 5-mal ins Wort und beim 6. Mal fällt er dem nochmal ins Wort und sagt, Digga, ich küsse doch dein Herz, Bruder, aber lass mich doch einfach. Guck mal, ich kann doch nicht, ich kann nicht mehr. Doch ein Mann. Wie kannst du ein... Nee. Wie kannst du ein... Ich bin jetzt gerade sozial gesehen. Vom Gender her bin ich jetzt gerade eine Frau. Wenn du das sagst, mein Punkt ich ist, dass du nicht Punkt deine ist, Menschen... Für den Take. Nur für den Take. Mein Punkt ist, dass du nicht deine... Jetzt bin ich wieder ein Mann. Gender-Identität oder dein Geschlecht ändern musst, um emotional sein zu dürfen oder rational zu sein zu dürfen. Bruder, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich küsse doch dein Herz. Ich habe gesagt, Männer tendieren eher dazu, rational zu sein. Das heißt doch nicht... Männer tendieren eher dazu, rational zu sein. Das hat er gerade gesagt, dass er das gesagt hat. Ich küsse doch dein Herz. Ich habe gesagt, Männer tendieren eher dazu, rational zu sein. Männer tendieren eher dazu, rational zu sein. Hat er das vorhin gesagt? Oder hat er das gesagt, Männer sind logisch? Das heißt doch nicht, dass wir keine Emotionen haben. Willst du mich verarschen? Ist doch klar. Aber Frauen sind halt viel emotionaler als wir. Emotionalere Wesen, das wird dir auch jede normale Frau bestätigen. Ist das so? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind einfach nur andere Emotionen. Wenn ich mir ein Derby von Galla und Fenner angucke, da sind, weiß ich, wie viel gehen da rein, weiß nicht, 70.000 oder was, plus die ganzen Offiziellen und Spieler. Dezent ausgedrückt, sehr emotional. Sehr emotional. Ich glaube nicht, dass beim Stadtderby vom Volleyball, wo eine ganze Halle voll mit Frauen ist und Frauen gegeneinander spielen, lass es auch Fußball sein von mir aus, dass es da auch nur ansatzweise in irgendeiner Form so abgehen kann. So, auf der anderen Seite sind Frauen vielleicht ein bisschen näher am Wasser gebaut. Aber es sind ja alles Emotionen. Also, sei mir nicht böse. Nenn es, keine Ahnung, der eine ist nah am Wasser gebaut und der andere wird schnell sauer. Es sind aber beides Emotionen. So, ist doch nicht schlimm. Du hast recht. Jetzt ist... Ist doch klar, aber Frauen sind halt viel emotionaler als wir. Emotionalere Wesen, das wird dir auch jede normale Frau bestätigen. So, ist doch nicht schlimm. Du hast recht. Jetzt ist nur die Frage, warum? Die müssen sich um Kinder kümmern, die haben 9 Monate ein Kind im Bauch. Ja klar. Natürlich müssen die emotionaler sein und softer sein, weicher sein einfach nicht generell. Auch die Kinder wenn wir jetzt in der Steinzeit sind, müssen nicht Männer genauso emotional daran interessiert sein, das Kind zu beschützen? Weil wenn ich mir denke... Wir tragen das Kind nicht 9 Monate in unserem Bauch. Wir haben nicht diese Verbindung mit dem Kind wie eine Frau. Evolutionär. So. Und die Verbindung mit dem Kind zwischen... Kannst du dir mal ausreden lassen. Also natürlich du, Gregor, den Leon. Mann zwischen Kind und Frau ist extrem wichtig. Wenn die Mutter nicht da ist, kann das Kind sterben. Wenn der Mann nicht da ist und der... Also, wenn die Mutter nicht da ist, kann das Kind sterben im ersten Jahr. Ja,
weil es dann vielleicht verhungert, weil die Mama nicht stillen kann. Es gibt ja auch Frauen, die, wo was mit der Muttermilch nicht hinhaut oder mit den Drüsen nicht funktioniert. Es gibt Frauen, es gibt genug Gründe, warum Frauen ihre Kinder auch nicht stillen können. Ne? Wo es da dann welche Präparate gibt. So. Und wenn die Mutter nicht da ist und der Vater das macht, ich glaube, die Kinder sterben dann nicht. Extrem wichtig. Wenn die Mutter nicht da ist, kann das Kind sterben. Wenn der Mann nicht da ist und das Lager aus lauter Frauen von dem anderen Tribe überfallen wird, wo lauter Männer sind. Ja. Männer der Mann müssen muss genau beschützen. So emotional muss beschützen. Daran interessiert sein. Er muss beschützen, der Männer muss genau bereit sein zu sterben, dafür, damit die Frau und das Kind safe sind. So. Ja. Und wenn braucht jetzt, er nicht. Wenn der wenn Typ nämlich emotional wäre wie eine Frau, wenn er so soft und emotional wäre wie eine Frau, dann wird er nicht. Soft ist nicht gleich emotional. Mich draufgehen, weil er sie dann nicht beschützen könnte. Wenn er so kalt er muss stark sein. Wenn er so kalt und rational wäre, wie du jetzt... Er ist nicht kalt und rational, wenn er so muss schalten können. Wenn er so logisch und so rational ist, wie du gesagt hast, dass Männer das so eher logisch geil und rational sind, dann würde er sagen... Ja. Leon Lovelock, der ist wirklich, der kann sich mit Animus zusammentun. Leon Lovelock sollte sich auf jeden Fall noch mehr 70er und 80er Actionfilme reinziehen. Das ist alles so seins. Weltklasse, Alter. Rambo... wie die ganze, nicht scheiße, Rambos Kult, aber ich meine, das sind diese ganzen Filme mit dieser geilen Mucke und einer gegen alle und hast du nicht gesehen, das ist genau sein Film. Alter, ich habe einen Penis, der funktioniert auch noch, der will mich jetzt umbringen, damit er zu meiner Frau kommt. Alter, scheiß auf die Frau, ich kann ja noch andere schwängern. Das wäre... Haben die auch gemacht damals. Die unter anderem... hast du nicht gerade gesagt, dass die... Die Männer, die Frauen damals beschützt haben? Ja, haben sie auch. Also haben sie jetzt entweder das haben sie jetzt entweder beschützt oder die Frauen sterben lassen? Was haben sie jetzt gemacht? Wieso sterben lassen? Du kannst ja zwei Frauen haben oder drei oder vier oder fünf oder sechs oder sieben oder acht oder neun oder zehn. Ich wiederhole es gerne. Und alle beschützen. Das Ding geht noch eine Viertelstunde. Zieht es euch rein. Ich finde es einfach nur schön. Also ich als absolute Fonze und Muschi im rosanen Pullover finde das einfach nur wunderschön, dass es sowas heutzutage noch gibt. Ich werde das Video, die Uhrform ist 1,5 Stunden. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen kürzen, weil der Anfang ein bisschen dröge ist und ich will dem Gregor auch noch ein paar Klicks gönnen. Deswegen... was bleibt mir noch zu sagen? Taipan hat auch Schmuck für Frauen, emotionalen Schmuck für Frauen. Das heißt, wenn ihr als Beschützer, die ihr euch vor eure Frau werft und die Kugel fangt, weil ihr müsst ja für eure Familie auch sterben und ohne euch läuft die Welt nicht, da ihr Männer ja das Geld verdient. Ihr verdient das Geld, dann holt eurer Frau, weil die kann ja selber nichts und auch nicht arbeiten und kein Geld verdienen, holt der mal so einen schönen Ring für Frauen, holt der mal so ein schönes Kettchen, schönes Armband, kümmert euch mal um eure schwachen Frauen. Und mit dem Code CYNIC10 findet ihr hier den Link, 10% auf alles bei Taipan. Gönnt euch auch selber was, aber vergesst bitte nicht eure hilflosen Frauen. Haut rein, meine Lieben. So, meine Lieben, also ich hab eigentlich schon abgebrochen, weil das Video ging jetzt nur noch so, weiß ich nicht, paar Minuten. Ich habe da jetzt nochmal reingeguckt, was da bei Gregor und Leon passiert. Und ich habe Angst, dass ihr das nicht seht. Ich habe Angst, weil ist ja jeder Klick ist einer zu viel. Auch wenn ich Gregors Video hier verlinke. Ich will euch das nur zeigen. Ich werde das nicht großartig kommentieren, weil das bedarf keinem Kommentar. Keines Kommentares bedarf keines. Hört euch nur an, was der Leon noch zu sagen hat. Wenn er so soft und emotional wäre wie eine Frau. Nein, davon rede ich ja nicht. Ah, die Biologie geht also nicht. Also das kann man nicht verändern. Aber alles andere schon, aber kann man anpassen quasi. Was meinst du? Also die wären dann so wie Männer quasi. Das ist auch wenn nicht. Die so soll groß ich? Werden würden. Wenn jetzt, ich jetzt eine Tochter habe und ich behandle die einfach wie ein Typ die ganze Zeit, dann wird die auch wie ein Typ. Ich habe jetzt das Gefühl, dass du trollst. Nee, ich mein's ernst. Mein Argument ist, dass Zuschreibungen wie Frauen sind emotionaler, Männer sind rational und was auch immer, was die Zuschreibung, die du jetzt da gemacht hast, dafür gibt es... Wobei du mir zustimmst, wollte ich nur kurz erwähnen. Klar,
Stimmst du mir zu? Klar, nur was dein Punkt ist, ist, dass das biologisch begründet ist, in deren Biologie, sag ich jetzt mal ganz grob. Vertraut mir, wenn ich euch sage, das wird gleich noch richtig gut. Ja, du stehst zu deiner Position. Ich stehe zu meiner Position, Bro. Wir sind einfach unterschiedlich aufgebaut. Ja, wie ein Chad. Du bist built different. Wir sind so. Wir sind unterschiedlicher aufgebaut. Ich bin Mann, du bist ein Lappen. Nur mein Argument Big ist... Und er ist jetzt auch so, er hat jetzt die Schnauze voll. Also Gregor hat jetzt endlich mal auch die Schnauze voll und schießt ein bisschen zurück. Ja, ja, du bist hier so und so. Ist ja gut. Ist kannst du mich auch Big G nennen? Gerne. Wirst du gerne in Verbindung gebracht mit Menschenhändler oder was? Top G? War das eine Anspielung auf das? Oder was war Big G? Kannst mich auch Big G nennen. So nach dem Motto, ich bin der große Gangster, ich bin dein großer Bruder, meint Leon. Er meint Top G, Menschenhändler, Andrew Tate. Nee, nee, Big G, Bro. Ach was so. Für Top G? Was ist Top G? Top G? Weißt du, wer Top G ist? Wer ist das? Kennst du nicht? Du kennst doch Top G, Leon. Wie kannst hört sich auch wie mein nicht? Kleiner Cousin, Digga, wenn ich Big G bin. Wer ist ja, das? Ja, Top G ist Andrew Tate. Und natürlich weiß Gregor, weil er clever ist, dass Leon Lovelock Andrew Tate kennen muss. Ah, Tate. Ist das geil, feier Top ich. G. Ja, genau. Geil, feier ich. Bester ja, genau. Mann, Digga. Ich sag nur, um das Argument zu beenden, und dann können wir es mir auch lassen. Feierst du Andrew? Ich feier Andrew nicht. Nee? Sagst du, es ist Menschenhändler, wa? Ja. Es gibt keinen... Weil die Presse so sagt, sagst du? Nein, weil das Gericht so sagt. Gericht hat so gesagt. Warum ist er nicht hinter Gittern dann? Er wird vielleicht ausgeliefert nach Großbritannien. Und dann ist er erst recht nicht hinter Gittern, aber so... Nein, Großbritannien ist er dann schon hinter Gittern. Er wird ja ausgeliefert, um dort hinter Gittern zu sein. Ne, werden wir sehen, was passiert oder nicht, aber... Ja, das werden wir sehen. Um noch meinen Punkt zu machen... Ist krass, dass du sagst, er ist Menschenhändler, Digga, obwohl es noch keiner bewiesen hat, so. Crazy. Es hat jemand bewiesen, das Gericht. Deswegen wird er ja ausgeliefert. Und Dings hier, Russell Brand, Vergewaltiger, wa? Ich habe die Russell Brand-Vorwürfe nicht so genau im Kopf. Ich kann mich erinnern, damals, wo ich von ihnen gehört habe, nee, sie waren schon sehr interessant. Oder Zeit oder die Welt hat geschrieben, deswegen. Nein, ich habe... Ja, und Diddy auch, ne? Muss schon stimmen. Nein, ich glaube nicht nur, weil es in der Zeit steht. Ich glaube... Bleibt bitte dran. Vertraut mir, wenn ich euch sage, bleibt noch dran, bitte. Zum Beispiel erst dann, wenn ich es gesehen habe. Und sie haben für mich sehr schlau gewählt. Aber ich wollte meinen Punkt noch machen, dann können wir es ja beenden. Aber ich möchte... Der Punkt ist mir wichtig. Es gibt keine Beweise. Es wurde lange versucht, irgendwie zu begründen, dass es ein weibliches Gehirn gibt und ein männliches Gehirn. Ich kann dir da tatsächlich eine einzelne Studie schicken, die das mir scheißegal. Komplett. Leon ist bei dem brennt durch. Weil wenn du doof bist, kannst du nur bis zum gewissen Punkt mit Leuten reden. Leon Lovelock könnte sich stundenlang über Ernährung und Pumpen unterhalten. Nichts gegen Nico Nuevo. Aber die beiden hätten sich auch stundenlang unterhalten können, auf jeden Fall. Pumpen, Bitches, Feiern, Klamotten, vegan sein, okay. Aber da steht dem einmal ein intelligenter Typ gegenüber. Und der schafft anderthalb Stunden mit Hängen und Würgen. Und jetzt ist der schon so, also war der schon vorher. Und jetzt ist der so, war Facts. Unterschied zwischen einem männlichen Gehirn und einem weiblichen Gehirn gibt's nicht. Leon sagt, Facts. Doch, gibt's. Er sagt, ich kann dir Studien schicken, ist mir scheißegal. Das ist eine richtig gute Argumentation in der Diskussion. Ich kann dir da Facts. Tatsächlich eine einzelne Studie schicken, die das mir scheißegal. Komplett hast widerlegt. Hast du nicht vorhin selber gesagt, dass es Dinge gibt, die wir als Menschen nicht beschreiben können oder verstehen können? Ja, das ist genau das einer von den Sachen. Ja, also ein Gehirn analysieren, das können Menschen nicht, nein. Das ist eine von den Sachen, die man nicht beschreiben kann. Das können wir beschreiben. Nee, können wir nicht. Eben schon. Können wir so gut wie möglich. Aber wie dem auch sei, für die Claims, Bruff, die du gemacht hast, gibt noch keine es Wissenschaft keine gab. Beweise. Gibt es wo? Als noch keine Wissen, eine Zeit. Keine Beweise. Und du möchtest da jetzt drüber hinweg filibustern, weil es dir peinlich ist, dass ich dich erwischt habe. Erste Mal, dass er es austeilt. Du willst jetzt drüber weg filibustern, weil es dir peinlich ist, dass ich dich erwischt habe. Für die Claims, Bruff, die du gemacht hast, wo es noch keine Wissenschaft gab. Beweise. Gibt es keine Beweise. Und du möchtest da jetzt drüber hinweg filibustern, weil es dir peinlich ist, dass ich dich erwischt habe. Wo es noch keine Wissenschaft gab. Wo du komplett aus deinem Arsch herausredest, ohne Beweise. Guck mal, hey. Wo es noch keine Wissenschaft gab. Er sagt dir, es ist peinlich, weil ich dich erwischt habe, wo du komplett aus deinem Arsch herausredest. Was Gregor aber nicht weiß, ist, das ist...
für Leon nicht aus dem Arsch herausreden. Redest ohne Beweise. Guck mal, hey, das bruv, ganze bleib Gespräch doch, bleib ist doch locker, auf einem anderen bleib Niveau. Cool, bleib cool. Jetzt ist der Einzige, der nicht cool bleibt, ist Leon. Während der anderthalb Stunden. Lustig, aber anstrengend. Nicht aufs untere Niveau gehen jetzt. Nicht aufs untere Niveau gehen. Dir. Keine Beleidigung oder so. Komm. Ich hab dich nicht beleidigt. Bleib cool. Ich hab, okay. nicht, ich hab gesagt, du redest aber, ey, aus deinem Arsch das? Heraus, nicht, dass du einer bist. Das ist was anderes. Ich höre, der Gregor ist King. Red von meinen Eiern, aus meinen Eiern heraus, nicht aus. So. Das ist das nicht schön? Geht nicht das Herz von jedem Menschen auf, der ein IQ über 75 hat, wenn er das sieht und hört? Hör auf zu beleidigen. Ich hab's nicht beleidigt. Ich hab nur gesagt, du redest aus dem Arsch. Ich red von meinen Eiern. Ich red von meinen Eiern, red ich. Jetzt hier. Keine Beleidigung oder so, komm. Ich hab dich nicht beleidigt. Bleib cool. Ich hab, okay. nicht, ich hab gesagt, du redest aber, ey, aus deinem Arsch das? Heraus, nicht, dass du einer bist. Das ist was anderes. Ich red von meinen Eiern, aus meinen Eiern heraus, nicht aus dem Arsch. Aber Bro, selbe eine Citation. Frage. Wie kann das sein, dass wir damals als Neandertaler schon Rollenverteilungen hatten und sich Männer um... Hab ich doch vorhin erklärt. Ich bin nicht mal... vielleicht habe ich es auch falsch erklärt, aber könnte so gewesen sein, ne? Weil, wie kann es sein, dass es damals Rollenverteilungen gegeben hat? Ja, wegen den körperlichen Voraussetzungen. Bestimmte Sachen gekümmert haben und Frauen um bestimmte andere Sachen. Wenn wir so gleich sind, warum haben wir nicht alle das Gleiche gemacht? Damals gab es auch schon Sozialisierung, what the fuck? Ah, okay. Das, also alles das war auf Sozialisierung auch schon eine zurückzuführen. Gesellschaft, ja. Und die Tiere sind auch sozialisiert? Also die Tiere sozialisieren sich auch? Soll ich dir eine Geschichte von einem Translöwen erzählen? Nee, Digga, erzähl mir. Nee, nachher kommt dann noch irgendwas bei raus, was ich nicht hören will. Nee, Digga, Translöwen gibt's nicht. Löwe! Will ich nicht wissen, Bro. Ich schwör's dir, deine komischen Anomalien. Aber wir als Menschen, wir sind meiner Meinung nach, ne? Jetzt wirst du aber ziemlich atomisch, gell? Du sagst, ich hab will, Anomalien. Bruv, ich will nur sagen, was ich glaube. Ich glaube, dass wir als Menschen generell einfach von Gott, an den du ja nicht... Ist das Problem, Leon? Glaubst, aber ich glaube an ihn. So eine gewissen Programme schon von Geburt an in uns reingeschrieben bekommen haben. So. Weißt du, wie ich meine? Und dass wir einfach auf eine gewisse Art und Weise funktionieren. Ich glaube, wenn wir ohne Beeinflussung groß werden würden, einfach nur in einer Box... Oh mein Gott. Doof wie Scheiße. Entschuldigung. Tourette hat gekickt. Also wie dumm muss man sein? Ich glaube, der versucht jetzt, eins der krassesten Argumente gegen Religion versucht er jetzt umzudrehen. Natürlich, weil er es nicht besser weiß, nicht bewusst, aber er macht es jetzt. Und er versucht jetzt wahrscheinlich zu sagen, wenn wir ohne Beeinflussung groß werden würden, soll ich dir sagen, wer ohne Indoktrination groß wird? Wir! Keiner sagt uns was. Man sagt, hier ist eine Bibel, da ist ein Koran, die glauben an das. Guck einfach. Zu mir ist noch nie jemand gekommen und hat gesagt, es gibt keinen Gott. Irgendwann kommt man selber drauf, wenn man ein bisschen guckt. So, und er versucht jetzt zu sagen, wenn man ohne menschliche Beeinflussung einfach nur in der Box groß wird, dass man dann gläubig wird? Genau das Gegenteil ist doch der Fall. Wenn ab heute alle religiösen Sachen aus den Köpfen der Menschen verschwinden und keiner mehr so erzogen wird und es das alles nie gab, wird das nie wieder hochkommen. Nie wieder. Nie wieder. Aber was würde hochkommen? Wissenschaftliche Erkenntnisse. Weil die ja auf Fakten basieren. Bis zum gewissen Grad. Ich glaube, der macht das jetzt so. Art und Weise funktioniert. Ich glaube, wenn wir ohne Beeinflussung groß werden würden, einfach nur in der Box, und da ist eine Frau und da ist ein Mann. Ihr seid die Einzigen, die mit Beeinflussung groß werden. Dann würden wir natürlich in unsere Rollen reinsteppen und das machen, was wir zu tun haben. So. Dann würde der Mann die Frau schwängern, ohne zu wissen, dass es überhaupt Sex gibt, dass das Ding da überhaupt reinstecken muss und dass dann Kinder entstehen und so. Das würde automatisch passieren, weil das so biologisch einfach in uns reingeschrieben ist. So. Aber das weißt hat du? Nichts mit Kleidung und wenn die Frau dann,
wenn die Frau dann schwanger ist und sich nicht selbst mehr, also dann noch verletzbarer ist, dann ist der, sorgt der Mann dafür, dass die Frau beschützt ist, weißt du? Dann sorgt der Mann dafür, dass die Frau was zu essen hat. Dann sorgt der Mann der Frau dafür, dass die Frau sicher ist, so. So, und es ist einfach, ich glaube, das ist einfach unsere natürliche Rolle, weißt du? Und ich glaube nicht, dass wir mit sozialen Konzepten unsere ganzen natürlichen Rollen versuchen müssen zu erklären und es dann umstrukturieren müssen und immer mehr von unserer Natürlichkeit wegkommen. Und wir sehen es ja heutzutage, was dadurch passiert. Durch diese ganze Entwicklung ist es so weit gekommen, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau nicht mehr richtig funktioniert. Dass wir die höchsten Scheidungsraten haben, die wir je hatten. Dass wir eigentlich unglücklicher sind denn je als Männer und als Frauen, weil es einfach nicht mehr funktioniert. Und meiner Meinung nach liegt es an den sozialen Konzepten, die wir versuchen, auf unsere Biologie draufzupacken, die aber nichts mit unserer Biologie zu tun haben. Ja, du kannst Biologie draufzupacken, die aber nichts mit unserer Biologie zu tun haben soll. Weißt du? Das ist kritisch. Ich sehe das einfach kritisch. Also was Leon hier anprangert ist, was natürlich für ihn auch für ihn verheerend wäre. Also für Leon Lovelock gibt es ja nichts Schlimmeres, als wenn diese alten Rollenkonstrukte Mann, Frau, kannst du bitte auf mich aufpassen? Ja, ich verdiene das Geld und passe auf dich auf. Da ist jemand mit einer Waffe. Aber ich fange die Kugel für die Familie. Ich gehe jetzt in den Krieg. Machst du zu Hause? Ich will essen. Ich koch dir was zu essen. Darf ich vielleicht auch? Das ziehst du an, das ziehst du nicht an. Wenn das irgendwann ganz weg ist, hat der Leon ein richtiges Problem. Ich kann den auch nachvollziehen. Ich kann vollkommen nachvollziehen, warum der nicht will. Warum der so Angst vor diesem Wandel hat und vor dieser Entwicklung. Ich kann das nachvollziehen. Und das Argument, dass wir jetzt die höchste Scheidungsrate haben, liegt doch nicht daran, dass ich wegen der neuen Sozialisierung die Männer und Frauen nicht mehr verstehen. Die haben sich auch schon vorher nicht verstanden, aber die mussten. Es gab sowas wie Zwang und das gibt es leider heute auch noch und ich hoffe, dass es das bald nicht mehr gibt. Es gibt und es gab Zwänge. Mein Opa und meine Oma, die hätten sich gar nicht trennen können. Deren Eltern gar nicht von zu reden. Das war für die gar keine Option. 40 Jahre durchleiden oder sich damit abfinden. So ist das. So wurde das damals gemacht. Das ist zum Glück nicht mehr so. Wow. Ja, du kannst es von mir aus gern kritisch sehen. Du gib mir eine Sekunde. Eine Sekunde, Bro. Alright. Aber mein Punkt ist, google mal naturalistischer Fehlschluss, dann wirst du sehr schlau. Ich weiß nicht, ich habe meinen Punkt eigentlich schon ein paar Mal gemacht. Ich kann es nochmal wiederholen. Ist gut. Nee, passt, Bro, passt. Es mangelt ich dir auch an Philosophie, leider Gottes, um das zu verstehen, ja, was für einen Fehlschluss du machst. So. Das, was du als intuitiv wahrnimmst, projizierst du auf einen Gott und dieser Gott hat das in die Natur gesetzt. Das ist genau so, das ist unveränderlich. So. Und das ist auch ein Argument, da kann man nicht dagegen Frau argumentieren, bleibt Frau, wenn alles immer am Mann Ende bleibt Gott Mann ist. Das kann man, wenn alles immer Gott ist, du aber nicht beweisen kannst, dass es Gott ist, dass es einen Gott gibt, ist halt Quatsch. Ja, warum ist es Quatsch? Lass mich doch so leben, wenn ich das glaube. Warum willst du jemand anderem sein Glauben? Das ist der argumentativ größte Fehler von den meisten Gläubigen. Lass mich doch so leben. Warum willst du jemanden sein Glauben? Nein, nein. Es kommt jemand und sagt einfach, da ist ein Gott. Gott hat das so gemacht, Gott ist so, Gott ist groß. Und da kommt jemand und sagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Dann sagen die, die die Story erfunden haben, ja, beweis doch mal, dass es den nicht gibt. Warum sagst du, dass es den nicht gibt? Nee, so rum läuft das leider nicht. Also die von Einhörnern und von fliegenden Menschen und geteilten Meeren reden, die sollten das becken, ne? Die sollten die Beweise liefern. Und dann können wir ja auch sagen, ah, krass, okay, lag ich echt daneben. Crazy, gibt ja doch einen Gott. Meld dich einmal. Ne? Glauben verbieten, so. Ich will dir doch was nicht deinen fühlt. Glauben verbieten. Ich sage nur, dass dein Argument keinen Sinn macht. Richtig. Oh, der ist so gut, der Gregor. Der ist so sachlich. Hätte ich niemals geschafft. Ich reg mich ja jetzt bei der Reaction viel mehr auf, als der Gregor, der dem live gegenüber sitzt. Was du fühlen, Bro?
doch so leben, wenn ich das glaube. Warum willst du jemand anderem seinen Glauben verbieten? So? Ich will dir doch was nicht deinen fühlt. Glauben verbieten. Ich sage nur, dass dein Argument keinen Sinn macht. Richtig. Kannst du fühlen, Bro? Was ist Gefühl als Argument für irgendwas? Ein Beweis für irgendwas? Ich kann gut fühlen. Echt, aber, ja? Aber ich basiere meine Weltanschauung und meine Politik. Natürlich fühlt man Dinge manchmal. Jeder war schon mal verliebt, jeder war schon mal traurig. Ausrichtung, fühlst, nicht fühlst nur auf meine manchmal, Gefühlen, ich schaue auch auf Fakten. Nee, aber fühlst du manchmal Sachen? Fühlst du manchmal, oh, das fühlt sich nicht richtig an? Ja. Voll. Basierend auf Erfahrungswerten. Ich laufe hier lang, ich bin einem Typ gegenüber, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fühlt sich das an, als ob der link wäre. Irgendwie glaube ich dem nicht. Irgendwie fühlt sich das hier alles komisch an. Dein ganzes Leben ist voll mit pumpt dich voll mit Informationen. Deswegen fühlst du ja deine Situation so, wie du fühlst. Ja. Oh, der Typ, der will gerade hier irgendwie die Frau schlagen, so fühlt sich nicht. Ich muss da eingreifen irgendwie. Ja. Hast du so ein Gefühl? Wo kommt das her? Es nennt sich Instinkt. Trieb. Irgendwo. Trieb. Wo kommt der Trieb her? Triebe kommen tatsächlich aus dem Biologischen. Und aus dem Biologischen? Komplexe, wo kommt unsere Biologie her? Unsere Biologie... Ja, jetzt kommt wieder das Totschlagargument, ne? Erklär mir den Urknall. Wenn alles da ist, ne? Hier ist ein... Hat letztens Comedy-Kollege gesagt, guck mal, hier ist ein Fahrrad. Super Fahrrad, ne? Aber wer hat das Fahrrad gemacht? Der hat das... Und wer hat aber den Mensch gemacht, der das Fahrrad gemacht? Ja. Der Urknall bleibt euch. Es hat sich in vielen... Reproduktionszyklen, vielen Millionen Reproduktionszyklen. Aber wo kam das her? Wie ist die... Was Urknall? Wer hat aber die Welt gemacht? Ja. Evolution hervorgebildet, aber... Ja, Bro, Digga, ja. Was soll ich dir sagen, Bruder Herz? Du glaubst halt an was ganz anderes als ich. Weißt du, wie ich meine? Das ist halt schwer, dass wir nicht, irgendwie... Das ist kein Glauben, Mann. Zusammenkommen halt, so. Ich weiß halt. Du glaubst an die Evolutionstheorie. Die ist kein Wissen. Da steht Theorie hinten dran, mein Jutster. Theorie. Weißt du was? Ja, und was steht bei, ihr seid doch selber, die Leute, die mir zukommen, wissen doch Bescheid, Alter. Am Ende von Gravitations steht. Was steht hinter Gravitations? Die Theorie. Und Realität, Real... Relativitäts... Heißt das nicht, dass, aber Gravitation stimmt doch, oder? Was weiß ich? Bin kein Wissenschaftler. Hat sich voll gelohnt, das nochmal anzuhören, auf jeden Fall. Okay. Aber würdest du sagen, Gravitation stimmt? Gravitation stimmt? Weiß ich, Alter. Was mit Schwerkraft? Schwerkraft? Weiß nicht. Ich habe auch schon mal so gemacht und da ist nichts auf den Boden gefallen. Könnte das vielleicht ein Heliumballon gewesen sein? Naja, aber, bruv, lass mich doch an das glauben, was ich möchte. Jetzt fühlt es sich wie... Ja, Bro. Wir haben Urknall. Das Gespräch geschafft. Urknall. Da ist er. Jawohl. Urknall-Theorie. Glaubst du an den Urknall? Nein, ich glaube an den Urknall, aber die Big Bang Theory ist eine Sendung. Das ist kein... Urknall ist eine Theorie, Bruder. Und es gibt Wissenschaftler, die schon angefangen haben, das zu widerlegen. So richtig krasse Wissenschaftler. Und es gibt auch richtig krasse Wissenschaftler. Nicht die normalen, die krassen. Heftige Wissenschaftler aus Harvard. Die heftigen. Und so. Ich habe mir eine heftige Dokumentation darüber reingezogen, die Evolutionstheorie einfach nur hinterfragt haben. Nicht gesagt haben, dass es nicht stimmt, sondern sich einfach hingesetzt haben und versucht haben, das zu erklären. Ja, und das ist gut. Beweise zu finden, ist Wissenschaft. Ja. Dass es Facts ist und dann haben sie versucht, Beweise zu finden, dass es nicht stimmt. Und die Beweise, dass es nicht stimmt, waren halt überwältigend in dieser Dokumentation von diesen Wissenschaftlern. So, ich glaube nicht an die Evolutionstheorie. Ich glaube nicht daran, dass aus einer Schildkröte ein Affe werden kann. Dabei bist du eigentlich das beste Beispiel. Du bist das Prime Example für die Evolutionstheorie. Nicht jetzt dafür, dass sich Menschen... besonders schnell oder gut entwickelt haben, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Einem Affen dann eine Giraffe und aus einer Giraffe dann ein Mensch. Das ist die Evolutionstheorie. Krass, der hat's ja gelesen, Alter. Aus einer Schildkröte wurde ein Affe, aus einem Affen wurde eine Giraffe und aus einer Giraffe ein Mensch. Crazy.
glaub da nicht dran. Auch nicht über Jahrmillionen und auch nicht über Zyklen. Glaube ich einfach nicht. Ich kann nicht beruhigen, so. Das sagt ja auch keiner. Aber wir müssen da jetzt nicht drauf eingehen. Ich habe schon genug von deiner Streamzeit verbraucht. Ich danke dir für die Zeit. Ja, alles gut. Ich fand's gut. Also ich fand's entertaining, lustig. Ich hab's auch entertaining gefunden. Ich auch. Muss ich sagen. Respektvoll trotzdem. Wir haben uns nicht dumm angemacht von der Seite, finde ich. Ja, du warst nicht respektvoll. Bisschen oft haben wir uns gegenseitig unterbrochen. Da haben wir uns beide nicht viel genommen. Nur du hast unterbrochen, aktiv. Komm. Ja, weißt du, was ich meine? Aber nur, dass ich sagen darf, ich finde, dass das absolut zu, dass das nicht entsprechend gewertet wird. Ich finde, unterbrechen ist... Ich liebe seinen Chat auch. Schreibt einfach rein, ja, die Rippe von Gott ist logischer als Affe. Mhm. Sehr wichtig, wenn es respektvoll passiert, damit man nicht voneinander wegrennt. Weil es gibt Punkte, wo wenn man schon mit dem Fundament widerspricht von dem Argument, es nicht sinnvoll ist, dann alles andere auszuführen, weil dann redet der 2 Minuten, baut sein Haus auf und in Wahrheit hätte man ihn schon ganz am Anfang, wo er das Haus baut, stoppen sollen und sagen, hey, ich finde, so wie du das da jetzt anfängst, ist nicht richtig. Also prinzipiell ist es sinnvoll, wenn man sagt, höflich, aber man darf unterbrechen. Finde ich gut. Ja, safe. Nee, finde ich, gebe ich dir teilweise recht. Manchmal ist es so, aber wenn du einfach zuhörst. Da schreiben auch voll viele Leute im Chat bei dem, wer ist der Gast? Wie schön muss das sein, wenn die den Namen eingeben und die Videos finden? Ich lass mir von da oben nichts sagen. Ich bin der Heiße im Club. Herzlich willkommen. Muscle it in, man. Herzlich willkommen bei der FIBO. Das ist ihr Man. Es ist Muscle Soul. Ist egal. Und mit dem hast du geredet, Gregor. Warum? Und den reden lässt, so. Genau, manchmal macht es dann auch Sinn. Manchmal hinten raus änderst du dann deine Meinung, weißt du, wie ich meine? Und denkst dann, krass, eigentlich wollte ich am Anfang schon widersprechen, aber hinten raus hat er mich irgendwie doch abgeholt dann. Weißt ja, du? Manchmal ist hinten besser als vorne, aber das ist was anderes. So, fühle ich auch mehr, um ehrlich zu sein. Ja, na gut, das war der letzte Shitpost für heute. Habt einen schönen Stream hier bei Leon. Ey, wir können das gerne wiederholen, wenn du Bock hast, auf jeden Fall. Jederzeit. Ich habe Spaß gehabt. Sind immer gern gesehen. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Easy Content. Sehen bei mir im Stream. So, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Mit Streaming, mit deiner Beziehung, mit deinem Studium. Zieh durch, nur das Beste für dich. Und ja, Mann. Ja, wünsche dir alles Gute. Wir hören uns. Bis dann, ciao, ciao. Das war doch ein Banger, Chat. Das war doch ein Banger. Ja. Oh mein Gott, jetzt bin ich müde. Wow! Guter Typ, der Gregor. Gregor, wenn du das hier siehst, ne? Respekt geht raus nach Österreich. Komm mal, wenn ich in Wien bin, komm mal zum Auftritt vorbei. Atheisten-Comedy at its best. Nein, aber ich glaube, es könnte dir gefallen. Jetzt ein Frauenargument. Ich habe schon mit vielen Leuten gesagt, was ich am lustigsten gefunden habe, ist wie ich gesagt habe, das war jetzt ein Frauenargument. Ich habe nicht gewusst, auf was ich mich einlasse. Wie ich gesagt habe, das ist ein Frauenargument. Das war voll, das habe ich lustig gefunden. Ein Frauenargument ist ein Argument, das Frauenargument gibt es nicht. Nur er hat den Punkt gemacht, dass Frauen nur Frauen emotionaler sind. Emotional. Also, Gregor, geiles Ding. Jetzt bin ich aber auch raus. Ich kann nicht mehr.